Stimmt, meine Uhr steht. So, Mist. Wie soll ich denn dann bitte kontrollieren, dass die Herren hier am Podium auch die Zeit einhalten? Hat jemand eine Uhr? Ja gut, dann müssen wir jetzt vielleicht mal spontan anfangen, nachdem ich jetzt wieder in der Zeit bin. Und das tun wir jetzt gleich. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich erstmal ganz groß, dass ihr heute Abend alle hier aufgetaucht seid, dass ihr eure Solidarität gegenüber unseren Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen, ich darf das Wort nicht sagen, Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen zum Ausdruck bringt durch eure Anwesenheit. Ich möchte aber auch ganz herzlich mich bedanken bei den Teilnehmern hier oben auf dem Podium, die heute Abend die Zeit gefunden haben, sich hier mit uns zu treffen und zu diskutieren, wie wir das dann eventuell in Zukunft vermeiden können, dass gestreikt werden muss. Wir haben das ja heute Abend in verschiedene Themenbereiche eingeteilt, über die wir dann versuchen zu diskutieren. Ich denke, das wird prima klappen. Ich habe schon die eine oder andere Meinung gehört und die divergieren doch zum Teil immens. Ich würde gerne damit kurz anfangen, dass vielleicht jeder der hier oben sitzenden Anwesenden kurz mal sich vorstellt. Ich weiß nicht, ob jeder jeden kennt. Ich habe zwar ein paar Zettel aufgehängt, aber ab der dritten Reihe sind die schon wieder ziemlich klein geschrieben. Dann würde ich einfach mal hier von drüben beim Herrn Gemmer anfangen und dass jeder einmal kurz sagt, wer er ist. Und dann ist das geklärt. Auf meiner Seite. Halt, anmachen. Ohne reingehen. Ich nehme sie in die Hand. Einfach rausziehen mit dem Haus. Aus dem Käppchen steht er. Guten Abend, mein Name ist Harald Gemmer, ich bin Bürgermeister der Verbandsgemeinde und damit Vertreter der Träger, also die Verbandsgemeinde selbst ist Träger von 5 Kindergärten in unserer Verbandsgemeinde, wir haben davon 6. Und in dieser Funktion, denke ich, habe ich die große Ehre, heute Abend hier auf diesem Podium zu sitzen und habe den Dingen, die da kommen. Schönen Abend. Diejenigen, die mich vielleicht noch nicht kennen oder der eine oder andere mag mich vielleicht noch in finsterer Erinnerung haben. Mein Name ist Michael Maas. Ich war letztes Jahr Landratskandidat. Ich bin von der Partei Die Linke. Die ist seit der letzten Kommunalwahl im Rhein-Lahn-Kreis aufgrund der Verkleinerung des Kreises und aufgrund des Einzugs der AfD etwas zusammengeschrumpelt. Wir haben dann noch einen Mann sitzen, den Herrn Ulrich Lenz aus Katzenelbogen. Der sollte eigentlich heute Abend hier sein, aber er ist leider verhindert. Deshalb bin ich jetzt mal eingesprungen. Ich bin kein Berufspolitiker, ich strebe das eigentlich auch nicht an, auch wenn ich irgendwo mal kandidiere, ich mache das mal just for fun. Kindergarten, meine Frau ist Erzieherin im Bistum Limburg, im Kindergarten St. Nikolaus am Huttich. Das heißt, ich kenne aus eigener familiärer Erfahrung das Thema Belastung für Erzieherinnen und deshalb einfach mal auf mein ganz persönliches Dankeschön an alle hier anwesenden Damen, die diesen anstrengenden und leider sehr schlecht bezahlten Job auf sich nehmen. Ja, mein Name ist Matthias Lammert, bin Landtagsabgeordneter der CDU hier aus dem Rhein-Lahn-Kreis, bin 47 Jahre verheiratet und habe 2 Kinder, die beide selbstverständlich auch im Kindergarten waren, aber jetzt die Zeit der Schule erleben. Da kann ich Ihnen auch sagen, für diejenigen, die vielleicht jetzt noch keine Kinder in der Schule haben, das ist dann auch spannend und deswegen weiß ich sehr wohl, was in den Kindergärten geleistet wird und was da passiert und das Thema ist ja auch nicht in Anführungszeichen ganz neu. Deswegen wird es sicherlich eine spannende Debatte und ich freue mich auf eine interessante und vielleicht auch kontroverse Debatte. Ihr könnt es auch aufnehmen und in die Hand nehmen am besten. Ja, mein Name ist Carsten Jansing. Ich bin designierter Landtagskandidat für Bündnis 90 Die Grünen hier im Wahlkreis. Ich bin 43 Jahre alt, Vater von 2 Kindern. Ein Kind geht noch in den Kindergarten. Ja. Mein Name ist Jörg Dillinghoff. Ich bin Landtagsabgeordneter einer Pfälzische, bin Mitglied der SPD, bin 49 Jahre alt, Verbandsgemeinde Rhein-Katzenelnbogen
und auch hier in Allendorf im Ortsgemeinderat. Ja, mein Name ist Bernd Huster von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Ich bin von Beruf Diplompädagoge, arbeite aber seit mehr als 20 Jahren bei der GEW und habe in den letzten Wochen ja auch den Arbeitskampf der Erzieherinnen und Erzieher hier in Rheinland-Pfalz mit organisiert. Da läuft ja die Tarifauseinandersetzung noch, die ist nicht beendet. Und insofern bin ich dankbar, dass hier jemand die Initiative ergriffen hat, dieses Thema auch mal in dieser Form zur Sprache zu bringen. Und ich denke auch, dass es eine Art von Wertschätzung gegenüber dem Beruf und der Tätigkeit in der Tagesstätte. So, jetzt sind alle durch soweit. Ich habe auch die Stoppuhr gefunden an meinem Handy. Wie gesagt, wir haben das jetzt in vier Themenschwerpunkte eingeteilt, die ganze Geschichte. Der erste wäre Bildungsanspruch an die Kitas und Kindergärten. Es hat sich ja in der Vergangenheit recht viel geändert. Das heißt, der Bildungsanspruch, der von Seiten des Landes an die Kindergärten gestellt wird, hat sich halt deutlich erhöht. Der Aufwand in den Kindergärten, der mit den Kindern getrieben wird, hat sich deutlich erhöht. Und da wäre jetzt als erstes mal die Frage, wie der Bildungsanspruch jetzt im Moment von den hier oben Anwesenden gesehen wird, wie die dazu stehen und was sie vielleicht auch verbessern können oder ändern wollen. Machen wir vielleicht diesmal die Runde andersrum und fangen mal bei der GEW an. Ja, Dankeschön, ich fange auch gerne an. Um ein paar Sätze zur Entwicklung der Kitas zu sagen, die ja seit etwas mehr als 10 Jahren auch mit Bildungs- und Erziehungsempfehlungen arbeiten, die von der Landesregierung, vom Ministerium erlassen sind. Und in diesen Empfehlungen geht es darum, Wege und Formen zu finden, um Kinder schon im frühen Alter im Bereich kognitiver Bildung, aber auch sozialer Bildung, motorischer Bildung, viele andere Punkte mehr, Angebote zu machen, sie zu begleiten. Und insofern haben die Kitas in den letzten Jahren die Rolle der Schulen übernommen, nämlich sie sind die erste Bildungsinstitution geworden, die sich um unsere Kinder kümmern. Und das spiegelt sich auch darin wider, dass das Besuchsverhalten sich kolossal verändert hat. Es gibt da eine neuere Studie von Professor Rauschenbach aus Dortmund, der sagt, in den 80er Jahren waren die Kinder durchschnittlich 12 Stunden in der Woche. Und heute sind es sage und schreibe durchschnittlich 36,4 Stunden, die ein Kind in der Kita verbringt. Das ist also praktisch das, was wir als Erwachsene auch am Arbeitsplatz verbringen. Und damit ist ein enormer Bedeutungswandel dieser Institution auch verbunden, denn die Kinder leben quasi auch viele Kinder leben ja in der Kita und profitieren von der Professionalität der Erzieherinnen. Und was wir jetzt erleben, der Kita-Streik ist auch Ausdruck dieses Bedeutungswandels, denn die Kolleginnen und Kollegen sind ja diejenigen, die tagtäglich erfahren, was es heißt, mit diesen Ansprüchen umzugehen, also die Bildungspläne zu verwirklichen, dabei aber auch den individuellen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden, den Wünschen der Eltern gerecht zu werden, nach Austausch und vielen Dingen mehr. Und die sind jetzt auch mal aufgestanden und haben gesagt, hör mal, Gesellschaft oder Arbeitgeber, für das, was wir hier machen und für die Bedeutung, die das hat, werden wir eigentlich viel zu schlecht bezahlt im Vergleich zu anderen Berufen. Und da sehe ich auch ein Handlungsfeld der Tarifparteien. Die Tarifauseinandersetzung läuft ja noch und da werden wir sehen, wie das weitergeht. Ich sehe aber auch noch eine andere Baustelle und das ist die Qualität, das heißt die Rahmenbedingungen, unter denen gearbeitet wird. Denn wenn wir erwarten, dass die Kolleginnen und Kollegen beziehungsvolle Pflege leisten mit kleinen Kindern, wo ja Bindung und Vertrauen eine wichtige Rolle spielen, wenn sie die größeren Kinder entsprechend auch in den Bildungsbereichen fördern sollen, wenn sie auch Beratung wahrnehmen sollen, dann sind die Bedingungen, unter denen das passiert, oftmals viel zu schlecht. Und da geht es uns darum, perspektivisch eine bessere Erzieher-Kind-Relation zu erreichen, auch bessere Freistellungsmöglichkeiten für Leitungstätigkeiten zu erreichen, gesicherte Vor- und Nachbereitungszeiten für die Erzieherinnen
Und wenn man die beiden Punkte zusammenfasst, und das ist der letzte Satz, bin ich der Meinung, dass die Gesellschaft einfach auch mehr Geld in die Hand nehmen muss und in diesen Bereich stecken muss. Und das trifft alle Beteiligten, also Bund, Länder und Gemeinden. Das war genau in der Zeit, 3:11. Der Nächste, bitte. Was die Anforderungen an die Erzieherinnen in den Kindertagesstätten geht, die ja vom Land als Vorgabe formuliert wurden in so einer schönen Broschüre, die sehe ich als schlichte Notwendigkeit, als gesellschaftliche Notwendigkeit, so wie unsere Gesellschaft sich, man kann sagen, leider entwickelt hat, ist es notwendig, auch schon so früh sich in der Form um die Kleinen zu kümmern. Dass das was kosten wird, das hat der, ich bin IG Metaller, deshalb darf ich jetzt der Kollege von der GEW sagen, das hat er gut zusammengefasst, ja, das wird was kosten und dass das jetzt in Form eines Tarifstreits aktuell ganz hoch kocht, finde ich etwas schade, weil die Gesellschaft hätte schon früher dieses Thema, alle wir, die Gesellschaft sind wir alle, hier oben die, unten die und noch die, die gar nicht hier sind, sind auch die Gesellschaft, sich darum kümmern müssen. Es gibt noch andere Baustellen natürlich, da geht es um die Pflege, das ist im Prinzip das gleiche Problem, sehe ich jedenfalls. Da wird man natürlich irgendwo auch dann das Geld herhaben müssen, aber zunächst muss die Gesellschaft, müssen wir uns darauf einigen, was wollen wir? Also wir werden nicht für alles Geld haben, aber gewisse Dinge sind wichtiger wie andere und einige lassen sich nicht verschieben. Also Vorschulerziehung, da brauchen wir mit 12 Jahren nicht mehr anzufangen. Das kann man nicht verschieben. Das muss man dann machen, wenn die Kinder das Alter haben. Das wäre jetzt mein Standpunkt dazu. Danke. Ja, ich habe mich im Vorfeld dieser Veranstaltung heute Abend mit mehreren Erzieherinnen unterhalten, mit ihrem Job. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass bei allen, mit denen ich mich unterhalten habe, einfach eine total gute Motivation da ist. Und das kann einen eigentlich ein bisschen wundern, weil dann habe ich mir nämlich mal sagen lassen, was die Erzieherin so verdient im Durchschnitt. Und da habe ich doch schon ein bisschen gestutzt. Wir sind zu dem Ansatz gekommen, dass wir gesagt haben, in den letzten 15 bis 20 Jahren hat sich dann gesellschaftlich total die Rolle verändert, nämlich von der reinen Beaufsichtigung der Kinder hin zu einer Bildung der Kinder, die schon beim Kleinsten anfängt. Und das ist auch richtig so, finde ich. Und dieser Bildungsauftrag spiegelt sich auch in der Ausbildung der Erzieherin wieder, die nämlich inzwischen 5 Jahre überträgt. Und wenn ich das mal so vergleiche mit Lehrerinnen aus den Grundschulen, dann finde ich es so ein ganz ähnlicher Bildungsauftrag. Nicht? Kleine Kinder auszubilden, für das Leben fit zu machen, für die weitere Schule, finde ich, ist das ein sehr ähnlicher Auftrag. Und dann, wenn man sich dann anguckt, dass der Durchschnittsverdienst von Erzieherinnen ungefähr, also in Vollzeit, bei 29.000 Euro brutto im Jahr liegt und der von Lehrern bei 55.000 Euro brutto im Jahr, dann ist das halt schon ein Unterschied und da ist die Gesellschaft mit der Bezahlung der Erzieherin, finde ich, nicht nachgekommen. Man hat also einen anderen Bildungsauftrag definiert, einen ganz anderen Auftrag an die Erzieherin, aber mit der Bezahlung ist die Gesellschaft nicht nachgekommen. Ich finde aber, man sollte diesen Anspruch auch nicht zurückschrauben. Ich finde den Anspruch vollkommen richtig. Es geht dabei um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für viele Menschen. Das gerade auch für Frauen ist wichtig, dass sie gute Betreuungsmöglichkeiten haben und da sind wir auf dem richtigen Weg, diese Betreuungsmöglichkeiten darzustellen. Ich finde es auch wichtig, dass die Inklusion stattfindet, nämlich dass behinderte Kinder auch mit nicht behinderten Kindern zusammen unterrichtet werden und auch zusammen in den Kindergarten gehen. Und ich finde es da auch gut, dass es da entsprechende Wege und Mittel gibt, das darzustellen. Das kann auch ausgebaut werden sicherlich, aber das ist der richtige Weg, finde ich.
Genauso sieht es bei der Integration aus. Wir wollen eine Kita für alle, das finde ich auch, ist der richtige Weg. Und die Zahlen zeigen das auch. Also wenn man die Jahrgangskohorten durchschaut, ab den Dreijährigen sind eigentlich fast alle Kinder im Kindergarten. Herr Lambert. Ja, ich will vielleicht mal da anfangen, wenn ich mich an meine Kindergartenzeit noch ein Stück weit erinnere, dann war das so, da konnte man frühestens mit 3 Jahren in den Kindergarten gehen. Man musste, wenn man in den Kindergarten geht, schon mal selbstständig einigermaßen auf die Toilette, nicht mehr in die Hose machen. Das war so eine gewisse Voraussetzung. Und dann erinnere ich mich, dass es auch nachmittags, glaube ich, keinen Kindergarten gab. Und wenn, vielleicht gab es mal Mittagessen zu Hause, dann ist man nochmal nach Mittagessen vielleicht dann nochmal in die entsprechende Einrichtung gegangen. Das hat sich ja nun wirklich in den letzten Jahren grundlegend geändert und wir sind von den Zahlen bzw. vom Alter im Grunde genommen jetzt nach unten gegangen. Wir sind ja jetzt so gut wie bei 0 Jahre. Es kann im Grunde genommen jetzt auch schon das unter einjährige Kind in den Kindergarten. Und dass dann andere Anforderungen an Kindergarten oder die entsprechenden Erzieherinnen und Erzieher ist, das ist ja gar keine Frage. Und vor dem Hintergrund müssen wir uns auch als Gesellschaft selbstverständlich damit beschäftigen und auch dann entsprechend diskutieren. Frühkindliche Erziehung, was ist das letztendlich? Wenn man sich anschaut, und ich habe es dann auch gesehen bei meinen Kindern, was doch letztendlich dort geleistet wird, was diskutiert wird mit den Kindern, was jetzt letztendlich schon auch im musikalischen Bereich beispielsweise gemacht wird, aber auch im sprachlichen Bereich, da werden ja zum Teil auch schon ein Stück weit ein bisschen Englisch gemacht. Da werden ja auch wirklich richtige Aufgaben gemacht. Früher, da waren wir, da haben wir irgendwas in der Bauecke mal nur gebaut. Das gibt es sicherlich heute auch, aber heute wird ja aktiv viel stärker mit den Kindern gearbeitet, beziehungsweise pädagogisch was unternommen. Also die Qualität, finde ich, ist da deutlich nach oben gegangen, aber offensichtlich ist da ein Stück weit vergessen worden, dass man vielleicht die Bezahlung auch dann entsprechend hätte anheben müssen und zumindest nach oben steigern müssen. Denn die Erzieher, die Zeit, wie lange da eine Ausbildung dauert, ist schon extrem und es gehört schon ein bisschen mehr dazu, als nur vielleicht ein Kind zu beaufsichtigen, sondern man muss da wirklich sich intensiv mit beschäftigen, auch vielleicht die Stärken und vor allem auch Schwächen der Kinder erkennen, vielleicht auch sprachliche Förderungen dann entsprechend frühzeitig diesen Kindern machen und. Und wenn ich mir anschaue, was für Dokumentationsmappen da angelegt werden, die bekommt man ja am Ende dann der Zeit der Kinder. Das ist schon spannend. Also da muss ich schon sagen, da frage ich mich manchmal, wann das alles noch gemacht werden soll, wenn Sie eine riesen Gruppe haben, es ein riesen Chaos ist, es ist ja auch immer eine gewisse Lautstärke, Sie sind ja nicht ständig müd, gerade wenn Sie morgens kommen, sind die ja meistens dann richtig drauf und dann geht es ja erstmal rund, bis man die wieder ein bisschen müd gemacht hat. Also da ist in der Tat wenig Zeit und zwischendrin wickeln Sie dann nochmal ein paar Kleine, ja, und gucken, dass Sie dann noch Streit schlichten und. Also da kann ich nur auch sagen, von meiner Seite Hut ab. Und vor dem Hintergrund muss da sicherlich auch was gemacht werden. Ich will nur einen Punkt schon mal aufgreifen, das Thema der Leitungsfreistellung. Das haben wir schon mehrfach diskutiert und haben auch mehrfach gesagt, dass es gerade bei Kindergärten mit mehreren Gruppen dringend erforderlich ist, dass die Leitung entsprechend freigestellt wird, weil die hat ja nochmal zusätzliche Aufgaben. Die berät ja auch zum Teil auch die Eltern, die sich dann entsprechend schon wieder anmelden und. Oder schaut, geht das Kind doch jetzt schon zur Schule oder stellen wir es doch vielleicht nochmal ein Jahr zurück und all diese Dinge. Also da müsste man auch dringend was tun. Also das ist ein Ansinnen, das kann ich deutlich sagen, dass wir auch wollen. Aber insgesamt mit der Finanzierung, aber da werden wir vielleicht gleich noch zukommen, da muss auch sicherlich ein Stück weit nachgebessert werden. Aber ich weiß, da wo unseren Landrat, sage ich jetzt einfach mal, Frank Buchler begrüßen, freut mich, dass er auch da ist. Aber ich weiß, auch der Landkreis hat ja auch nicht in allen Bereichen Geld, unterstützt aber, das will ich auch sagen, weil die Träger ja auch zum Teil auch hier mit dem Harald Gemmer natürlich unterwegs sind, auch wenn wir jetzt neue Gruppen einrichten, die man entsprechend mit einer entsprechenden Basis Förderung, und da will ich schon sagen, die Ausstattung der Kindergärten, die hat sich doch, denke ich, in den letzten Jahren deutlich verbessert. Da finde ich, ist in vielen Bereichen einiges getan worden, da ist immer noch was zu verbessern, aber grundsätzlich bei der Ausstattung, da sind wir doch zumindest mal nach oben gegangen, wie gesagt, bei der personellen und dort der finanziellen Ausstattung, da müssen wir drüber reden, auch vor allem über Gruppengrößen. Sie können sich vorstellen, dass wir als Linke
eigentlich immer solidarisch hinter den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen stehen, die streiken. Das Streikrecht ist ein Grundrecht in der Verfassung festgeschrieben. Es ist das einzig legitime Mittel, das die Arbeitnehmerschaft hat, um ihre Forderungen durchzusetzen. So, wenn ein Kindergarten nicht streikt, weil es unter Umständen ein Papier gibt, das es ihm untersagt, weil die Mitarbeiter das unterzeichnen mussten, dann ist das eine Schweinerei. Der zweite Punkt ist, meine Frau arbeitet in einer kirchlichen Einrichtung, was ich anfangs gesagt habe. Auch dort dürfen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht streiken. Da kann ich mich nur manchmal am Kopf fassen und sagen, was soll ich von so einer Institution halten, die sich Kirche nennt? Jesus würde sich im Grabe umdrehen, wenn ich diesen Bischof betrachte, diesen feisten Kerl, der da oben sich die Luxusvilla hingebaut hat für 40, 50 Millionen. Einmal im Jahr ist er mal zum Kindergarten runtergestiefelt, um mal ein paar salbarende Worte abzugeben. Aber 10.000 Euro, die der Kindergarten dringend für ein neues Mobiliar gebaut hat, das war in der bischöflichen Schatulle nicht zu finden. Das ist eine Schweinerei, kann ich nicht anders sagen. Jetzt kommen wir zum Bildungsauftrag. Wir alle wissen eins. Jeder, der Kinder hat, die Kinder sind das Schönste und Beste, was man haben kann. Es ist schade für die Eltern, die Kinder haben möchten und keine bekommen können. Bildung ist auch ein Rohstoff. Deutschland hat keine Rohstoffe. Unsere Rohstoffe sind unsere Kinder. Die Kinder, die unsere Zukunft sichern. Die Kinder, die ihre Rente eines Tages bezahlen sollen. Ja? Deshalb kann man Kinder nicht als hoch genug einstufen. Lippenbekenntnisse von den etablierten Parteien hat es immer gegeben. Passiert ist nichts. Mich ärgert es, einer Kollege hat es eben gesagt, ja, das Thema Geld. Geld ist in diesem Lande ohne Ende vorhanden. Es ist nur falsch verteilt. Wenn ein Parlament für Bankenrettung hunderte von Milliarden innerhalb von Minuten durchwinkt, aber ein Kindergarten keine 10.000 Euro kriegt, dann ist in diesem Land läuft einfach etwas falsch. Ich kann die Ansprüche an Erzieherinnen und Erzieher so hochstellen, wie ich will. Dazu benötige ich aber natürlich auch erstmal, dass diese Leute eine entsprechend gute Ausbildung bekommen und zweitens eine angemessene, faire Bezahlung. Die Aufgaben in einem Kindergarten, wenn man sich das überlegt, was früher mal, wie Herr Lammert schon sagte, da ist man mit drei in den Kindergarten gekommen. Heute sind Säuglingsgruppen in den Kindergärten. Das heißt, die Frauen und Männer, die dort arbeiten, müssen vom Wickeln und Betreuen eines Säuglings dann anschließend ein zweijähriges Kind betreuen, was einen völlig anderen Entwicklungsstand hat, als zum Schluss ein fünfjähriges Kind, das sogenannte Vorschulkind. So, die Entwicklungsstadien sind so unterschiedlich, da ist die Ausbildung extrem kompliziert und diffizil. Meine Frau ist zum Beispiel auch noch spezialisiert auf integrative Maßnahmen, das heißt, sie hat eine Spezialausbildung für die Betreuung von behinderten Kindern. Ja? Und wenn ich mir sehe, das, was der Kollege von den Grünen schon gesagt hat, dass eine Erzieherin in Nordrhein-Westfalen als Beispiel im Vollzeitjob mit Steuerklasse 1, nehmen wir sie mal alleinerziehend mit Kind, mit 1490 Euro netto nach Hause geht. Versuchen Sie davon mal in der Großstadt vernünftig zu leben. Das ist nicht machbar. Ja, und mich ärgert es, dass gerade viele Abgeordnete und Politiker, die das fünf- oder sechsfache verdienen, einfach sich nicht vorstellen können, wie es ist, mit 1400, 1500 Euro nach einem Knochenjob nach Hause zu kommen und davon auch noch irgendwie vernünftig zu leben. So, da muss dringend was getan werden. Und dieses Argument, Geld ist kein, ist nicht da, bitte lassen Sie es nicht gelten. Sie wissen statistisch, ich sage es mal ganz einfach, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute hier insgesamt sind, jeder von Ihnen hat 60.000 Euro Bares auf dem Sparbuch. Haben Sie 60.000 Euro auf dem Sparbuch? Dann müssten Ihre Nachbarn 120.000 haben. Haben Sie 120.000 auf dem Sparbuch? Und dann hat Ihr Kollege daneben 180.000. Hat er, okay. Ja? So, um mal ganz kurz klar zu sagen, das Netto-Barvermögen, wir reden nicht vom Immobilienbesitz, der Bundesdeutschen, liegt bei 9 Billionen. Die Staatsverschuldung ist 2 Billionen. Das heißt, mit dem Geld könnte locker die Staatsverschuldung komplett bezahlt werden. Woran liegt das? Weil unsere Regierung, leider auch Rot-Grün unter Gerhard Schröder, Steuergeschenke en masse für die Besserverdienenden gemacht haben. Die haben das nicht investiert in unser Land, nein, die haben das in die Finanzcasinos getragen. Dort wurde gezockt und gespielt und verloren. Und wir haben anschließend die Rechnung präsentiert bekommen und die Politik ist willfährig zur Hand gegangen, dass der Steuerzahler dafür auch noch aufkommen kann. Wenn ich Lotto spiele, gehe und verliere, kriege ich meinen Schaden nicht vom Staat ersetzt. Diese Herren haben es mit Zins und Zinseszins ersetzt. Es ist Geld da, man muss es nur an den richtigen Stellen abgreifen. Allein die Steuer unter Helmut Kohl hätte ich gerne wieder eingeführt. Und Kohl war bestimmt kein Linker. Dann hätten wir 50 Milliarden Euro pro Jahr mehr in der Kasse. Damit ließe sich alles locker finanzieren. Okay, danke, Michael. Das war ganz heiß.
Ja, ich komme zurück zur Fragestellung Bildungsanspruch an die Kindertagesstätten. Das ist ein gesetzlicher Anspruch, den die Eltern haben, den Einrichtungen und Träger zu erfüllen haben. Wir haben als Hilfsmittel diese Träger oder Bildungs- und Erziehungsempfehlungen. Wir haben uns lange damit auseinandergesetzt und viele Dinge, die in den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen empfohlen werden, sind aufgrund der Rahmenbedingungen so nicht umsetzbar. Und jede Einrichtung wird in ihrer eigenen Konzeption den Bildungsanspruch nach ihren Möglichkeiten umsetzen. Also das ist ja das Besondere an Kindertagesstätten, dass sie ihre eigene Konzeption erarbeiten nach ihrer Struktur, nach Gruppengröße, nach Zusammensetzung, nach Aufgabenstellung, nach Gruppentyp. Und das ist die Herausforderung, dass es einen Bildungsauftrag gibt, unbestritten, steht im Gesetz. In § 1 wird formuliert, Kindertagesstätten, Kindergärten sind Bildungseinrichtungen. Und von daher ist dieser Anspruch da, dass sich das verändert hat im Laufe der vielen Jahre, wo es Kindertagesstätten, Kindergärten gibt. Das ist unbestritten. Aber alles in unserer Gesellschaft hat sich verändert. Alles muss angepasst werden. Und von daher bauen Schulen heute auf dem auf, was Kindertagesstätten leisten. Weil das Leben des Kindes ist ein gesamtes Lernen. Und von daher brauchen wir diesen Bildungsanspruch nicht zu diskutieren. Der ist da, der ist formuliert. Und wir müssen sehen, dass wir das Maximale da auch umsetzen können im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und das ist unsere Aufgabe. Die Rahmenbedingungen, die dazu führen, ich glaube, das sind ja noch andere Themenblöcke zu nennen. Geldverteilung, das muss ich jetzt dazu sagen, ist immer eine schwierige Aufgabe und ein ganz schwieriges Handlungsfeld. Ich sehe schon, dass sich auch Rahmenbedingungen wesentlich verbessert haben. Ich sehe, dass wir durch diese zusätzlichen Altersgruppen auch neue Gruppentypen bekommen haben über die Verwaltungsvorschriften des Landes, wo wir dann auch eine Reduzierung der Gruppengröße hatten. Also bei gleichem Personalschlüssel weniger Kinder. Dass dort immer noch Luft nach oben ist, unbestritten, aber man hat auch reagiert. Also das muss ich dann zum Schutz von all denen sagen, man hat mit den Vorgaben auch andere Entscheidungen mit verbunden, die zu einer wesentlichen Steigerung der Gruppenanzahl im Rhein-Landkreis, wenn wir uns das angucken, im Kindertagesstättenbedarfsplan wesentlich erweitert ist. Und von daher ist ein Bildungsanspruch da. Man kann, man sollte sicherlich auch mehr machen, aber man darf auch nicht sagen, dass wir auf den Bedingungen von 1972 heute noch unsere Arbeit machen. So ist das auch nicht. So. An dieser Stelle können wir mal in eine kurze Diskussion einsteigen. Ich habe schon eine Wortmeldung aus dem Publikum auch. Der Bernd Huster hat schon mal gewunken. Ja, also erstmal freut mich, dass alle Podiumsteilnehmer offensichtlich der Meinung sind, dass die Erzieherinnen und Erzieher besser bezahlt werden müssen für ihre Arbeit. Ich habe dazu nichts gesagt. Sie haben nichts dazu gesagt, okay. Was jetzt aber auffällt, ist, dass in den Tarifverhandlungen, die ja noch laufen, die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände das völlig anders sieht. Die sind also mit einer Haltung in die Tarifverhandlungen gegangen. Wir sehen überhaupt keinen Anlass aufzuwerten. Es wird gut genug bezahlt und wir wollen nichts machen. Und das allein war der Grund, warum die Erzieherinnen und Erzieher, und da muss ich dem Podiumsteilnehmer der Linken recht geben, auch zu dem legitimen Mittel des Streiks gegriffen haben. Denn es war ihre einzige Chance, auf diese starre und sture Haltung der VKA zu reagieren und sie wenigstens ein Stück weit wegzubewegen von diesem Nullangebot, was lange im Raum stand. Was dann noch negativ aufgefallen ist den Kolleginnen und Kollegen, dass sich die große Politik während der 4 Wochen Streikphase so gut wie nicht dazu geäußert hat. Da hat man sich als Beschäftigte sehr viel mehr auch Stellungnahme und Rückendeckung gewünscht gehabt, aus der Bundes-, aber auch aus der Landespolitik. Da war großes Schweigen angesagt.
Und das hat für mich so den Eindruck erweckt, okay, wir lassen die mal machen, wir äußern uns da nicht zu, und wenn wir uns da nicht äußern, dann kommt man hinterher noch zu uns und sagt, gib uns doch mal ein bisschen mehr Geld dafür. Das will man schön unter dem Deckel halten, denn hier geht es ja um einen Beruf, den überwiegend Frauen ausüben, wie in der Pflege auch, der unterbezahlt ist in der Gesellschaft, wo die Gesellschaft große Probleme hat. Und wenn jetzt die Erzieherinnen und Erzieher ein gutes Beispiel geben und sich ein besseres Gehalt erkämpfen, dann hat man offensichtlich Angst, dass andere Beschäftigtengruppen das auch wollen. Und hier, glaube ich, muss man nachlegen, da muss man auch, wenn man sagt, ich bin eigentlich auch dafür, versuchen, selber alles dafür zu tun, dass es sich noch ändert, denn die Mitgliederbefragung läuft im Moment. Und es kann sein, dass im August vom Ergebnis her eine Ablehnung dieses Schlichtungsergebnisses dabei rauskommt. Dann weiß niemand, wie es weitergeht, weil streiken will eigentlich auch niemand mehr so richtig, aber das Ergebnis annehmen wollen die Kolleginnen und Kollegen auch nicht. Wenn man jetzt sagt, Geld genug ist vorhanden, dann sehe ich das auch so. Die Verteilung ist sicher nicht gerecht zwischen Bund, Land und Gemeinden. Da muss man auch mal drüber nachdenken, ob nicht da der Bund auch mehr in die Pflicht genommen werden muss. Es gibt allerdings auch Dinge, die kann man im Kleinen und relativ schnell ändern. Der Podiumsteilnehmer von der CDU hat die Freistellung für Leitungstätigkeiten angesprochen. Der Buchler, der Landrat, sitzt ja auch hier. Das können die Träger und der Kreis miteinander auch besprechen. Und ich glaube, das ist dringend notwendig, denn diesen Betrieb so zu organisieren, dass er funktioniert und dass die Ziele, die verfolgt werden mit der Arbeit, auch erreicht werden können, das braucht einfach ein großes und ein gutes Kontingent für Leitungstätigkeiten. Davon profitieren alle, die anderen Beschäftigten der Einrichtung, die Kinder und die Eltern. Und da kann ich Ihnen nur zurufen, machen Sie sich auf den Weg und setzen Sie sich dran. Okay, aber bitte diesmal kürzer. Hallo? Ich bin heute Abend ein bisschen der Böse. Privat bin ich nett und ich weiß nicht. Was Sie noch gar nicht vielleicht wissen und vielleicht auch, oder wenn Sie es gelesen haben, vielleicht noch vergessen haben, wenn wir immer über das Thema Geld sprechen. Die Politiker haben etwas getan, was ich absolut nicht verstehen kann. Sie haben eine Schuldenbremse in die Verfassung aufgenommen. Diese Schuldenbremsen fangen in den nächsten Jahren an, wirksam zu werden. Das heißt, der Staat verpflichtet sich dadurch, durch diese Schuldenbremse, keine neuen Kredite mehr aufzunehmen. So, das heißt, das Geld, was angeblich jetzt nicht vorhanden ist, wird dann noch knapper werden. Da werden wir alle viel, viel Spaß bekommen. Das nur mal als kleiner Hinweis. Okay. Ja, nur kurz als Information, weil das Stichwort Leitungsfreistellung angesprochen ist ein Thema, durch die veränderte Situation brauchen wir nicht darüber zu reden, dass ein Thema ist. Von daher, wenn wir vom Kreis alle Träger, das sind bei 79 Kindertagesstätten, die wir im Kreis haben, weit über 50 Stück zu einer gemeinsamen Trägerkonferenz einladen, um gemeinschaftlich über dieses Thema zu diskutieren. Das bedeutet natürlich, Bewegungsspielraum muss auf allen Seiten vorhanden sein. Thema liegt auf dem Tisch, Thema wird angepackt und ich hoffe, dass wir ein Stückchen weiterkommen von meiner persönlichen Seite, sind wir da offen für Lösungen. Aber wichtig ist, wir brauchen auch, dass alle Träger, weil jeder Beitragsanteil letztendlich zu finanziert hat, diesen Weg mitgehen. Das wollte ich nur als Information geben, weil es auch von Herrn Nusser und anderen Podiumsteilnehmern angesprochen wurde. Danke. Der Herr Demmer. Also zu dem Herrn Nusser sage ich, es ist aber auch nicht verwunderlich, dass sich Politik nicht meldet, wenn laufende Tarifverhandlungen laufen. Dafür haben wir diese Instrumente der Tarifparteien, die einen Tarifvertrag aushandeln. Dass sich so etwas von Februar bis August und dann Open End hinzieht, das ist als Politiker, als Träger, als Mensch, als Elternteil und als Mitarbeiter, der von dem Tarifvertrag betroffen ist, äußerst bedauerlich. Aber das liegt an den Tarifparteien und da hätte ich mir auch einen schnelleren Fortgang gewünscht, aber dass ein Schlichterspruch kommt, in dem die Tarifparteien zustimmen und dann eine Mitgliederbefragung kommt, das zieht das Ganze natürlich auch unglaublich in die Länge. Aber Politiker werden, egal in welchem Verfahren, keine Stellung nehmen zu laufenden Tarifverhandlungen. Das ist ein System und da sollte man
auch diesem System gehorchen. Dazu gehört auch der Streik. Aber man muss auch zu Ergebnissen kommen. Stimmt das nicht. Okay. Ich hätte dann jetzt noch eine Meldung aus dem Publikum. Schön, dass man vorstellt. Mein Name ist Leon Heideck, ich bin Sprecher der Grünen Kreisverband. Mein Name natürlich an der politischen Entwicklung interessiert. Ich möchte aber kurz ein paar Hinweise geben. Und weil einerseits die Finanzierung angesprochen ist, das ist korrekt und richtig, die Forderungen, die unterstreichen alle Politiker, insbesondere bei Sonntagsreden, und meinen zum Teil auch ernst. Wir müssen es aber in der Tat klar werden, da ist meine Vision, die ich hier auch in den Raum stelle, das ist das skandinavische System. Das skandinavische System ist ein System, das vom Kindergarten bis zur 9. Klasse, kann man sagen, ein Bildungssystem aufgebaut, das sich die Gesellschaft leistet. Und das kostet natürlich auch, und die Gesellschaft ist bereit, diese finanziellen Lasten auf sich zu nehmen. Das ist die Qualifikation der Erzieherin, da hat das Land Rheinland-Pfalz auch für Verbesserungen gesorgt. Es gibt Bildungslehrgänge oder an Hochschulen, Fortbildungslehrgänge, die einen weiterbringen, die eine Qualifikation darstellen und eine Verbesserung der Situation der Erzieherinnen und Erzieher. Darüber hinaus darf man nicht vergessen, dass das Land eine Pflicht hatte, Kindertagesstätten aufzubauen, auch für die unter Einjährigen bis Dreijährigen. Und wer in den Haushalt reinguckt von 2014 und 2015, wird deutlich feststellen, dass da Millionen von Summen mehr ausgegeben worden sind und bei den Kommunen ankommen. Und jetzt will ich den Kommunen verteidigen, die natürlich keine Möglichkeiten und nur sehr schwache Bewegungsspielräume finanzieller Art, denn 45% des Kreishaushaltes, Herr Buchtler, ist durch finanzielle Pflichtausgaben gebunden. Das heißt, wir müssen die Gesetzgebung von oben nach unten so verändern, dass die Mittel fließen. Schuldenbremse ist wichtig und notwendig für die nachfolgenden Generationen. Man muss aber auf der anderen Seite sagen, welche Schwerpunkte finanziere ich? Ja, wir haben ja immer einen Entscheidungsspielraum der Verteilung der Mittel innerhalb der politischen Bereiche, Straßenbau und so weiter. Oder man muss sagen, ich muss vielleicht auch doch Einnahmen erhöhen. Und da ist durchaus noch Spielraum vorhanden. Ja? Stichwort schwarze Null. Ja? Es ist richtig, dass man die Schuldenbremse einhält, ist aber genauso wichtig auf der Einnahmenseite. Und da sind wir auch als Bürgerinnen und Bürger gefragt, ja? Wenn Politiker genau das sagen, dass sie nicht abgestraft werden, wir müssen die Einnahmenseite erhöhen, um das zu die Forderung zu erfüllen, die gerechtfertigt ist. So, als nächstes hatte sich der Herr Lammert bei mir gemeldet. Ich will auch mal gerade an das anknüpfen, was der Herr Huster von der GEW gesagt hat. Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir haben uns politisch auf Landesebene sehr wohl mehrfach mit diesem Kindergartenstreik beschäftigt. Wir haben das auch mal im Landtag debattiert. Aber jetzt sage ich Ihnen ganz offen, genau das, was der Harald Gemmer zu Recht schon gesagt hat. Wir sind zwei Tarifparteien an einem Tisch und da gehört es sich nicht, wenn wir permanent von außen die Situation oder das Verfahren dort kommentieren. Ich möchte nicht wissen, was los gewesen wäre, wenn wir uns jetzt als politische Kräfte, egal mal welche Seite, sich auf den einen oder anderen ständig dann eingesprochen hätte und vielleicht da entsprechende Positionen losgelassen hat. Wir hatten jetzt auch bei der Bahn einen Tarifstreik. Das ist auch nicht für jeden erfreulich gewesen, das hat vermutlich die meisten erwischt, bei der Post auch sämtliche erwischt. Das ist eben so. Das ist eine große Errungenschaft, dass wir Gott sei Dank Tarifautonomie haben. Ich denke, das wissen Sie als Gewerkschafter und das sollte man auch entsprechend verteidigen. Auch das ist ein Grundrecht, genauso natürlich wie das Streikrecht. Und wenn Sie streiken für Ihre Sache, dann steht Ihnen das selbstverständlich zu. Dann haben wir das auch nicht negativ zu bewerten, dann streiken Sie. Völlig in Ordnung. Ja, aber trotzdem müssen wir natürlich jetzt gucken, und das ist sicherlich immer gut, wenn dann eben, und dafür dient ja auch ein Mittel, hier ein Streik, dass man eben das Thema einfach auch mal wieder präsent in den Kopf bekommt, dass wir eben darüber diskutieren und dass wir selbstverständlich auch finanziell Schwerpunkte setzen müssen. Auch das ist klar, auch die Schuldenbremse, das kann man auch nicht einfach so wegwischen, wir können nicht einfach weiter Schulden aufhäufen. Ich möchte, dass meine Kinder auch mal vielleicht weniger zurückzahlen müssen. Wir müssen auch wirklich an die nachfolgenden Generationen denken. Das heißt ja auch nicht, dass wir nicht irgendwas investieren können, sondern wir müssen ein Stück weit auch Schwerpunkte eben anders setzen. Und dass Bildung immer schon in Deutschland ein Schwerpunkt war, ich denke, das ist schon ein Thema gewesen. Aber es muss vielleicht auch nochmal jetzt verstärkt geschaut werden, dass es eben auch schon bei den Kleineren anfängt. Wir haben in der Vergangenheit vielleicht zu sehr den Fokus immer erst auf die schulische Ausbildung gelegt oder auf die
weiterführende dann Berufsausbildung oder dann eben im entsprechenden universitären Bereich. Aber dieser Bereich des, der Kindergärten, da ist es doch nicht so stark jetzt in den letzten Jahren im Fokus gewesen. Das kommt jetzt verstärkt, Gott sei Dank. Und da müssen wir schon nachbessern. Und deswegen sage ich auch ganz offen, dass wir sicherlich auch dort an den Entlohnungen etwas machen müssen. Aber da können wir auch nicht gleich Riesensprünge machen, ja, weil in der Tat die Kommunen da auch ein Stück weit Probleme haben. Bund und Land geben Gelder, aber auch die müssen immer wieder gucken, dass es einigermaßen zusammenpasst. Aber ich denke, da sind wir zumindest ein Stück weit auf dem Weg. Okay, als nächstes hatte ich den Jörg hier auf meiner Liste. Ja, ich wollte noch mal was dazu sagen, dass ich unter Umständen zumindest vom Herrn Maso verstanden wurde, dass ich gesagt habe, es wäre nicht genügend Geld da. Nein, nein, der Meinung bin ich nicht. Es müsste nur so verteilt werden, dass die Prioritäten neu gesetzt werden. Und es gibt viele Stellen, wo Geld ausgegeben wird. Das ist die Bankenrettung nur ein Punkt. Aber ich würde natürlich nicht so weit gehen, dass ich jetzt dem Herrn da unten seine 180.000 Euro abnehmen wollte. Das wäre Enteignung. Ganz ruhig, also von mir aus, Sie dürfen es behalten. Sie haben es sich auch ehrlich verdient, vermutlich. Aber. Also, es ist Geld da. Dann zur Schuldenbremse möchte ich sagen, wenn wir die Schuldenbremse nicht haben würden, dann kommen wir irgendwann dahin, dass die Kinder, die jetzt in den Kindergarten gehen, vor einem Riesenproblem stehen. Das ist ja ganz einfache Mathematik. Das kann jeder an seinem eigenen Haushalt, an seinem eigenen Sparbuch selbst nachvollziehen, wie das ist, wenn man nur auf Pump lebt, wo das hinführt. Das geht nicht. Da sind natürlich auch kreative Lösungen möglich und gefragt. Dann nochmal zur Tarifautonomie. Also da möchte ich dem Herrn von der GEW widersprechen, dass die hohe Politik, was ab wann hoch genug ist, sich nicht geäußert hat. Also im Landtag, hat der Kollege Lammer schon gesagt, war es mehrfach Thema und vor allen Dingen in meiner eigenen Fraktion hat es mehrere Pressemitteilungen gegeben, und zwar in dem Fall von unserer bildungspolitischen Sprecherin. Ich kann hier eine, die ist ganz kurz, vom 20. April, das ist noch zur Warnstreikzeit gewesen, zitieren. Das ist offiziell, ne? Also es ist nichts so irgendwie zwischen, man kann selbst jetzt sich ein Bild machen, ob das konkret genug ist. Der Unmut der Erzieherinnen und Erzieher ist verständlich. Die Anforderungen an sie und die von den Pädagogen zu übernehmende Verantwortung sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Die Bezahlung hat sich nicht in dem Maße weiterentwickelt. Die Forderungen der Gewerkschaften sind nachvollziehbar. Nun ist es wünschenswert, dass die kommunalen Arbeitgeber bald ein vernünftiges Angebot vorlegen. Es gilt auch, weitere mögliche Kita-Streiks und die daraus entstehenden Belastungen für junge Familien zu verhindern. So, also für mich ist das konkret genug und vor allen Dingen an dem Grad entlang, dass man die Tarifautonomie nicht verletzt und quasi Vorschläge macht, wo es denn hingehen soll. Das kann sich die Politik nicht leisten. Ja, der Herr Huster. Ja, Thema. Thema Tarifautonomie, völlig klar. Darf nicht angegriffen werden, funktioniert ja auch in Deutschland sehr gut. Nur wundert mich das, Herr Gemmer, wenn Sie so auf die Tarifvertragsparteien verweisen und gar nicht erwähnen, dass Sie ja auch Beteiligter sind als Kommune. Sie gehören ja der VKA an und Sie sind ja nicht nur Politiker einer Kommune, sondern Sie sind ja auch Arbeitgeber. Und damit auch jemand, der in der VKA den Einfluss, den er vielleicht hat, auch geltend machen könnte. Und das haben unserer Wahrnehmung nach auch viel zu wenig Kommunalpolitiker getan bisher, beziehungsweise wir haben den Eindruck, dass diese VKA auch ein sehr autoritär regierter Verein ist, denn ich habe auch mitbekommen, wenn Eltern sich an diese Institution gewendet haben, dass sie gesagt haben, Proteste nehmen wir nicht entgegen, wir sprechen auch mit niemandem und so weiter. Das geht bei uns Gewerkschaften nicht, wir müssen mit unseren Mitgliedern sprechen. Sonst treten die uns aus, deswegen gibt es jetzt auch die Mitgliederbefragung, weil wir erstmal die Meinung der Mitglieder dazu hören wollen. Dann dauert das halt ein bisschen, aber trotzdem finden wir das wichtig. Und dann möchte ich noch so auf so ein grundsätzliches Problem aufmerksam machen. Vor einer Woche kam von der Frau Schwesig aus Berlin der Vorschlag in die Öffentlichkeit, dass wir 24-Stunden-Kitas bräuchten. Und die Bundesregierung würde 110 Millionen Euro dafür zur Verfügung stellen für Projekte. Und jetzt mal unabhängig davon, ob es einen solchen Bedarf gibt,
das lasse ich mal dahingestellt sein, finde ich, dieser Vorschlag kommt eigentlich nicht zur passenden Zeit. Denn jetzt geht es erstmal darum, die öffentlichen Gelder zu bündeln und in eine bessere Zahlung der Beschäftigten zu stecken und in eine bessere Qualität der Plätze zu stecken, bevor man schon wieder eins oben drauf sattelt. Denn wir wissen das doch alle, Deutschland erlebt im Moment einen Zusprung von Flüchtlingen und Flüchtlingskinder. Die müssen ja auch integriert werden, dafür ist die Kindertagesstätte dann auch da. Wir wollen das Thema Inklusion voranbringen. Auch da spielt die Kindertagesstätte eine wichtige Rolle. Bei der Sprachförderung eine sehr wichtige Rolle. Das Thema Ernährung, glaube ich, wage ich zu prophezeien, wird ein sehr wichtiges Thema werden, was auch mit Erziehung und Bildung zu tun hat. Und es gibt dann andere Themen mehr. Und ich finde, da macht die Politik auch einen Fehler, wenn sie immer wieder einen draufsattelt und einen draufsattelt und einen draufsattelt, aber nicht hinterherkommt, um die Gelder bereitzustellen, die notwendig sind, um auch ordentlich diese Arbeit leisten zu können und diese Ziele dann auch erreichen zu können. Und da wünsche ich mir manchmal ein bisschen Langsamkeit, das eine richtig zu Ende bringen und dann das nächste anpacken. Wollte ich jetzt gerade mal kurz dazwischen schmeißen, VKA, habe ich natürlich auch meine Erfahrung mitgemacht. Ich habe die auch hier eingeladen, ich habe aber eine Absage bekommen, weil sie leider nur 7,5 Vollzeitstellen haben und personell unterbesetzt sind. Das war der Grund. Als nächstes habe ich hier den Carsten auf meiner Liste. Ja, ich hatte ja am Anfang auch gesagt, dass ich die Bezahlung der Erzieherinnen für zu niedrig halte. Auf der anderen Seite habe ich mir dann noch angeguckt, was hat eigentlich das Land bisher gemacht bei den Ausgaben für Kinderbetreuung. Da muss man halt auch konstatieren, dass die Ausgaben deutlich nach oben gegangen sind. Also wir kommen im Jahr 2000 von 165 Millionen, die an Landesausgaben gemacht worden sind für Kindertagesbetreuung, auf 515 Millionen. Ja, also das ist ein enormer Zuwachs, der natürlich daraus resultiert, dass man auch die U3-Plätze ausgebaut hat, aber auch in die Bezahlung halt auch investiert hat. Und da muss man schon sehen, dass die öffentliche Hand da sicherlich sehr viel Geld in die Hand genommen hat. Das ist auch richtig. Und was Herr Huster sagt, dass wir jetzt an die Erziehung ran, die Bezahlung der Erzieherin rangehen müssen, das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Sache. Man hat jetzt eigentlich die Themen so ein bisschen abgearbeitet. Man sagt, also wir haben die Sprachförderung, wir haben die Inklusion und wir haben die Integration. Das klappt momentan schon einigermaßen gut, da kann man noch ein bisschen nachsteuern. Aber jetzt wäre eigentlich Platz, um die weiteren Steigerungen an Geld, was kommt, an die Erzieher zu geben. Und da muss man halt auch sagen, die Zahlen der Kinder werden ja auch nicht weiter steigen. Ja, also der demografische Wandel, also wenn wir auf dem gleichen Niveau bei den Kindern bleiben, dann sind wir da schon noch relativ gut aufgestellt. Also da ist meiner Ansicht nach deutlich Platz. Und dann zum Streik möchte ich noch sagen, was mich ein bisschen gewundert hat, ist die zum Teil festgestellte Unsolidarität der Eltern. Also da muss ich wirklich sagen, das hat mich schon ein bisschen überrascht und geschockt, weil ich meine, wie sollen denn Erzieherinnen mehr Geld verlangen, wenn ich durch Streik, wenn sich die Arbeitgeber da querstellen und die Erzieherinnen nicht zufrieden sind. Sie haben doch gar keine andere Möglichkeit. Natürlich ist es eine Beeinträchtigung, wenn man 4 Wochen lang seine Kinder irgendwie anders unterbringen muss, aber das kann nicht ein Grund für Unsolidarität gegenüber den Streikenden sein. Also da muss zumindest das Verständnis da sein, dass die Leute eine bessere Bezahlung wollen und dafür dann auch streiken. Und das kann ich nur unterstützen und ich kann es auf der Seite dann da nicht verstehen, wenn da den Erzieherinnen irgendwelche Vorwürfe gemacht werden, wenn sie streiken und ihr gutes Recht wahrnehmen. Okay, mein Kompliment an alle hier oben auf der Bühne. Ihr schafft das gerade, alle 4 Punkte gleichzeitig zu diskutieren. Das ist echt gut. Wir hatten ja schon jetzt Finanzierung damit drin und auch den Einfluss der Politik. Das waren dann Punkt 2 und 3, noch nicht ganz fertig ausdiskutiert, aber schon
schon gut angeschnitten. Jetzt habe ich hier noch mal eine Wortmeldung vom Herrn Gemmer und vom Michael Maas. Herr Huster, Sie haben mich angesprochen. Na klar, stehen wir in Verbindung auch mit dem Arbeitgeberverband im internen Verhältnis. Und wenn ich zu dem VKA gehe oder dort anrufe, bekomme ich auch einen Gesprächspartner. Wenn Sie das vergleichen, wenn Sie mit Ihren Mitgliedern reden, also das funktioniert schon gleich und auch nach demselben System. Aber so ist etwas, werden Sie nicht lesen. Aber auch üblich. Also nur im Verhältnis, wie geht jeder mit seinen Mitgliedern um? Das ist ein Tarifkonflikt und dieser Tarifkonflikt gehört in die Tarifverhandlungen. Und nicht in die Presse und nicht jeder Arbeitgeber oder wer auch immer, oder wenn wir auf dieses Volk der Politiker ausgerichtet sind heute, werden die sich nicht ständig dazu äußern. Das passiert in keinem Arbeitskampf und auch nicht bei dem der Erzieher. Ich gebe Ihnen, und das hätte ich ja überhaupt nicht erwartet, aber recht, wenn Politik und gerade im Hinblick auf den Vorstoß 24-Stunden-Kindergarten wirklich ein Stück weit verschnaufen sollte bei dem ständigen Erweitern der Strukturen und der neuen Betreuungsideen, weil wir müssen das eine zunächst einmal umsetzen. Wir haben bei uns in der Verbandsgemeinde, das sind übersichtliche Strukturen, sehr stark investieren müssen in die Erweiterung unserer Kindertagesstätten, in die Ausstattung unserer Kindertagesstätten. Und wir wissen heute schon, dass unsere räumlichen Strukturen, die wir vor gar nicht so langer Zeit geschaffen haben, nicht mehr diesen Ansprüchen, die heute bestehen, ausreichen. Wir müssen uns auf Kleinkindbetreuung, Kleingruppen, Schlafplätze neu positionieren. Wir haben damals Kindertagesstätten gebaut, die waren für Kinder von 3 bis 6 und zwar in der Regel am Vormittag am stärksten besucht. Das ist heute nicht mehr vergleichbar. Von daher, also das begrüße ich, man muss hier auch mal einen Halt machen und muss sagen, okay, jetzt müssen wir uns erst wieder mal positionieren, wir müssen unsere Konzepte erst mal fahren, damit wir den Eltern nicht zu viel versprechen, was wir hinterher nicht leisten können. Also da bin ich absolut dabei. Jetzt haben wir nochmal den Michael Maas. Bitte ganz kurz, weil das jetzt die meiste Zeit. Leider ganz kurz geht es leider nicht immer. Einerseits, Herr Lammert, schön, dass Sie das Thema Streikrecht auch nochmal vorgehoben haben. Ich kann nicht verstehen, warum dann die Große Koalition das Tarifeinheitsgesetz durchdrückt, mit dem den kleinen streikwütigen oder sagen wir kampfbereiten Gewerkschaften das Genick gebrochen wird. Das passt nicht zusammen. Schuldenbremse, ich zitiere Volker Pispers, Kabarettist, wer glaubt, dass eine Schuldenbremse Schulden bremst, der glaubt auch, dass eine Handbremse die Hand bremst. Das ist ökonomischer Unsinn. Bitte googeln Sie, was Fachleute, Wirtschaftsfachleute, ich rede nicht von Juristen in der Politik, sondern von Wirtschaftsfachleuten, ich bin selbst Diplombetriebswirt, Schuldenbremse in die Verfassung zu schreiben, ist der größte Schwachsinn, den es je gegeben hat. Geld ist da, sie werden von vielen Politikern nach wie vor, das muss ich leider böse sagen, immer dasselbe Argument hören, die verstecken sich dahinter, dass kein Geld da ist. In den Kommunen sitzen die Parteien, die auch in der Regierung sitzen, die die Gesetze machen. Bitte holt euch das Geld da, wo es lange Zeit verschenkt wurde. Diese Leute werden darunter nicht leiden. Die haben nämlich mehr als genug, die wissen gar nicht, wohin damit. Ganz wichtig. Erzieherinnen. Liebe Eltern, die unsolidarisch mit den Erzieherinnen sind. Ich kann das nicht verstehen. Sie vertrauen ihre Kinder und eventuell auch ihre Erziehungsdefizite Leuten an und hoffen, dass die das ausgleichen und erwarten ihre Kinder in besten Händen. Dann bitte zeigen Sie sich auch solidarisch, wenn diese Menschen einfach mal für verbesserte Arbeitsbedingungen kämpfen. Ja? Meine Frau hat zum Beispiel auch das Problem, das sehe ich in vielen Kindergärten, die Möblierung. Die Möblierung ist kindgerecht, aber nicht erwachsenengerecht. Ich sehe die ganzen Frauen, die da sitzen, auch wenn sie 55, 60 sind, mit kaputten Rücken, wie sie auf Kinderstühlen sitzen. Gehen Sie mal in den Kindergarten im Sommerfest und setzen Sie sich mal 2 Stunden auf so einen kleinen Kinderstuhl. Mal gucken, wie Sie sich danach fühlen. Da muss einfach mal Geld reingesteckt werden. Entweder will ich was mit den Kindern machen und will auch für unser Land eine Zukunft aufbauen, dann bitte auch Geld in die Hand nehmen und sich nicht ständig verstecken, liebe Politiker. Ich habe jetzt hier noch aus dem Publikum. Also
mit dem unsolidarisch. Also ich finde nicht, dass eben wir als Eltern unsolidarisch unseren Erziehern gegenüber sind. Also ich weiß, es wurden 2 Tage gestreikt und ich weiß jetzt aus meinem Kindergarten, wo unsere Tochter hingeht, da haben alle sofort gesagt, wir sind dabei. Sollten da mal Personalengpässe sein oder sonst irgendwas, dann sind wir sofort dabei und lassen die Kinder zu Hause. Also unsolidarisch würde ich das nicht sagen. Dann zu dem Thema Streik. Ich finde es schade. Jeder sitzt da oben und sagt, Anerkennung, Kindererzieherin, toll. Warum müssen soziale Berufe streiken, um zum Recht zu kommen? Warum kann man das nicht über einen anderen Weg machen? Warum müssen wir streiken und uns dann sagen lassen, 4 Wochen keine Geld oder sonst irgendwas? Ich finde, das müsste auch mal überdacht werden. Warum müssen wir streiken, für irgendwas zu erreichen? Warum? Wenn jeder sagt, Kinder sind unsere Zukunft. Ich sehe ein ganz anderes Problem. Es ist schön, dass jeder hier sagt, ja, es sollte eine Anerkennung geben, sonst was. Aber ich sehe die Macht irgendwie falsch verteilt. Das heißt, Sie haben uns gesagt, von wegen Streik und es kommt nicht voran und die Politik macht nichts. Es sind die falschen Parteien am Tisch, stelle ich nur fest. Also die VAK oder wie es hat ja überhaupt keine Mittel oder nicht viele Mittel. Wir haben gerade eben gehört, okay, es geht vom Land, was in die einzelnen Verbandsgemeinden, 75% davon sind fest verplant, der Rest ist knapp zu verteilen. Und mit diesen Mitteln soll dann jemand verhandeln, der eigentlich keine Möglichkeit hat, jetzt gerade in dem Fall mehr Geld zu haben. Das heißt, es sind die falschen Parteien dran. Kann ich gut verstehen, dass dieses Ganze nicht weiter vorankommt. Also liegt das Problem doch eigentlich da schon. Das nächste ist, der Streik tut nicht dem Arbeitgeber weh oder sehr wenig dem Arbeitgeber weh, er tut uns Eltern weh. Hier hatten wir unser gutes Glück, dass nur sehr wenig Streiktage da waren. Wir hatten jetzt gerade mal 2. Gut, tut nicht weh. Meine Kollegen hier in Frankfurt hatten 4 Wochen, wo sie das Ganze irgendwie ausgleichen mussten. Das tat richtig weh und das tat den Eltern weh, aber den Gemeinden weniger, weil gut, dann hat man halt Lohn eingespart, Betriebskosten für die Kindertagesstätten. Super, das war ganz toll für die Gemeinden gewissermaßen. Ja, toll nicht, aber eigentlich, also rein monetär gesehen, sogar gewinnbringend. Also ist die ganze Organisation, die Verhandlungspartner sind falsch gewählt. Ich sehe, dass da einfach erstmal ein Änderungsbedarf, weil auf der Ebene kommen wir nicht weiter. Es wird kein Streit was bringen. Ich komme ein bisschen später. Und deswegen wünsche ich mir eigentlich da eine Änderung. Weil ich sehe grundsätzlich, hier jeder sagt, ja toll, finde ich gut und so weiter. Es bringt aber nichts, solange auf einer Ebene verhandelt wird, die nicht verhandlungsfähig ist. Der Herr Huster und der Jörg wollen das sagen. Fangen wir mit Herrn Huster an, oder? Also mit dieser Frage, ist Geld da oder nicht, da kommen die Kommunen auch relativ unglaubwürdig rüber, weil immer dann, wenn Erzieherinnenmangel herrscht, zum Beispiel in Städten wie München, Stuttgart, Düsseldorf, Frankfurt, dann bezahlen die freiwillig 2 Gruppen höher als die S6, die eine normale Erzieherin bekommt. Und dann fragen sich unsere Erzieherinnen, wieso ist dann kein Geld da? Denn dann geht es doch auf einmal, wenn eine solche Situation entsteht. Und deswegen muss man das immer kritisch hinterfragen und dann die Antwort finden, es soll halt an dieser Stelle nicht ausgegeben werden, sondern an anderen Stellen. Zu der Frage, wie haben Eltern sich verhalten, da habe ich einen etwas größeren Überblick, weil mein Betreuungsgebiet das nördliche Rheinland-Pfalz war und auch in Neuwied die Kitas, die haben zum Beispiel 4 Wochen am Stück gestreikt. Und das war dann schon hart für manche Eltern. Das ist dann auch gekippt irgendwann, weil am Anfang hat man gedacht, naja, ein paar Tage oder eine Woche, das kriegen wir irgendwie hin. Aber wo es dann die 2. und die 3. Woche war und was wir dann zum Teil erlebt haben, das war wirklich böse, dass Eltern bei Erzieherinnen angerufen haben, zu denen nach Hause gegangen sind, die mit dieser Frage konfrontiert haben und so weiter. Und das wünsche ich mir eigentlich nicht, sondern ich wünsche mir dann natürlich auch die Unterstützung, wie die Erzieherin auch. Es hat auch Träger gegeben,
Bürgermeister in einzelnen Fällen, die mit Androhung von Nachteilen gearbeitet haben und versucht haben, die Erzieherin davon abzuhalten, zu streiken. Auch das hat es gegeben. Zum Glück nicht mehr im großen Stil, sondern nur noch in einigen Randregionen von Rheinland-Pfalz. Und wenn man über die Finanzierung spricht, möchte ich auch nochmal einen Vorschlag bringen, den der Professor Sell von der Fachhochschule Koblenz auch regelmäßig bringt. Der ist ja Sozialwissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler. Der sagt oder erklärt, durch den Kita-Boom der vergangenen 10, 20 Jahre gibt es auch Profiteure in Deutschland. Ein großer Profiteur ist der Bund, weil nämlich an den Bund durch jeden Euro, der mehr auszugeben wird für Personal, direkt wieder eine hohe Prozentzahl an Steuern zurückfließt. Nicht nur von Erzieherinnen, die beschäftigt werden, sondern auch von Eltern, die deswegen arbeiten gehen können, weil sie ihre Kinder in den Kindergarten bringen. Also der Bund ist ein sehr großer Profiteur und auch die Sozialversicherungen sind ein sehr großer Profiteur. Die füllen sich also dadurch auch die Kassen. Man kann vermuten, dass das 40% sind oder so, die direkt zurückfließen in irgendwelche öffentlichen Kassen. Davon haben aber die Kommunen nichts. Ja, und der Kreis nichts und das Land nichts erstmal, die das finanzieren müssen. Und insofern plädieren wir absolut dafür, dass wir, dass auch der Bund stärker in die Finanzierung der Kitas mit einbezogen werden muss. Da gibt es ja auch im Haus von der Frau Schwesig eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung der Landesministerien, wo es darum geht, auch die Qualitätsfrage, das ist nämlich so ein zweiter Punkt, in einem Bundesgesetz zu regeln, dass also der Bund sagt, wie die Qualität bezogen auf Erzieher-Kind-Relation, bezogen auf Freistellung für Leitungstätigkeit, bezogen auf Vor- und Nachbereitungszeit für die Erzieherinnen, bezogen auf die Fortbildung der Erzieherinnen und bezogen auf die Fachberatung mindestens sein muss. Und in diesem Zusammenhang muss dann über einen Staatsvertrag oder über ein Bundesqualitäts-Kita-Gesetz der Bund auch für die Finanzierung dieser Fragen mit ins Boot. Ansonsten wird das nämlich nicht funktionieren und da hoffen wir sehr, dass Bund und Länder sich an diesem Problem abarbeiten und da irgendwann mal einig werden. Ich habe mal eine Zwischenfrage. Wie kann das gehen? Geh bitte zum Mikro, wenn es geht. Ja, mich würde nur interessieren, wie kann das gehen, was der Huster jetzt gerade gesagt hat? Das, ja, wie können, ja, aber wie wird das kommuniziert und wie kann das dann laufen, dass das tatsächlich auch so kommuniziert wird, dass hier auch mal was ankommt? Also das ist jetzt gleich nochmal unser zweiter Punkt. Ja. Okay. Also ich würde jetzt gerne noch den Jörg Genninghoff hören, kurz zu dem Thema, und dann würde ich sagen, ich habe hier den zweiten Punkt, das ist Finanzierung. Und da würde das dann genau drunter passen. Ich meine, vom Herrn Maas haben wir ja schon seine Möglichkeiten, die er sieht, gehört. Aber von den anderen habe ich noch nicht so viel dazu gehört, deswegen würde ich das dann gerne nochmal gleich thematisieren. Ich wollte mal was zu sagen, die Eltern sind unsolidarisch. Das hat natürlich zwei Seiten, das Problem. Natürlich würde man sich wünschen, dass wenn ein Streik ist, die Eltern oder vielleicht die Zugfahrer solidarisch sind mit den Streikenden. Und erstmal ist man es auch. Bis zu dem Punkt, wo die persönliche Betroffenheit so stark wird, dass es wirklich Probleme macht. Es gibt ja vielleicht Eltern, die darauf angewiesen sind, die vielleicht eine Arbeit haben, die Arbeit geben müssen. Es soll Menschen geben, die Arbeit geben müssen, damit sie leben können. Ja, die gibt es, ich kenne welche. Also, und die haben ein echtes Problem, genauso wie jemand ein Problem hat, der in Hamburg auf dem Bahnhof sitzt und der Zugführerstreik ist dann der Lokführerstreik. Spätestens dann, beim dritten Mal, hat er dann auch keine Solidarität mehr. Das ist leider Realität. Also jetzt auf den Eltern rumzuhaken, die unsolidarisch, löst das Problem nicht wirklich. Ja. Denn es gibt bestimmt Fälle, wo sich der eine oder andere sich noch umorientieren könnte und vielleicht zu Recht als unsolidarisch beschuldigt wird, aber es gibt ganz viele andere Fälle. Dann zur der Richtung, dass zu wenige Arbeitgeber oder kommunale Träger der KVA Druck machen. Ich stelle mir jetzt gerade vor, der Herr Gemmer mit seinen 5 Kindergärten ruft beim KVA an und sagt, jetzt aber jedes Wochenende gibt es mal ein Ergebnis. Ja. In seiner Größe, ich weiß nicht, ob sie überhaupt ans Telefon gehen würden, aber sie würden herzlich lachen, zumindest danach. Das wird vermutlich die Realität sein.
der Schlüssel liegt dann wohl bei den kommunalen Trägern, die große Träger sind. So ähnlich wie ich das aus meiner beruflichen Laufbahn, IG Metaller und so weiter kenne, da gibt es Schlüsselbetriebe, da gibt es Betriebe, da hört der Arbeitgeberverband eher drauf, wenn die sagen, jetzt ist aber mal lange genug gestreikt, das kostet uns Geld. Und hierbei, das hat der Herr aus dem Publikum so schön formuliert, spart der eine oder, Arbeitgeber, ein oder andere Arbeitgeber ja sogar noch Geld, wenn er keine Löhne an die Erzieherinnen zahlen müssen. Die zahlt dann die Gewerkschaft. Prima Modell. Das heißt, diesen Druck auszuüben ist wesentlich schwieriger in dem Fall, wie bei einem in Anführungszeichen normalen Tarifstreit, wo irgendwas produziert wird, es dann eben nicht mehr produziert wird und es Einnahmeausfälle gibt. Das gibt es hier so nicht, das macht es nicht einfach. Umso ambitionierter ist es natürlich dann, mit einem Tarif, mit einer Tarifbewegung das alles durchsetzen zu wollen. Das muss ich sagen. Ambitioniert, ich weiß noch, wie die IG Metall das Ära, also die neue Eingruppierungsstruktur durchgesetzt hat, das hat 10 Jahre gedauert. Da ist 10-mal mindestens gestreikt worden, immer in kleinen Etappen, bis man dann, steht der Tropfen höhlt den Stein, so weit war. Und ich will jetzt niemand den Mut nehmen, aber so ähnliche Perspektive würde ich auch hier sehen. Es ist ganz dringend nötig, aber ob man das direkt jetzt so durchkriegt, denn man kann schlecht Druck auf die ausüben, die nachher die Verhandlungen führen. Das ist die Schwierigkeit. Was wir aber bei all dem, wir haben jetzt viel über Geld gesprochen, was mir viel zu kurz kommt, ist, jetzt machen wir mal gerade einen Sprung und sagen, okay, wunderbar, jeder kriegt 15% mehr, dann sind die Probleme ja nicht gelöst. Die Arbeitsbedingungen in den Kindertagesstätten, die sehe ich als wieder mal IG Metaller, Industriebetrieben und so weiter, die sehe ich für mindestens genauso wichtig. Natürlich muss ein vernünftiger Lohn gezahlt werden, aber ohne Gehörschutz würde unter Industriebedingungen niemand eine Kinder betreten. Wir müssten alle Stöpsel in die Ohren haben, das wäre vorgeschrieben, ein Schild vor der Tür stehen, nur als Beispiel. Der Kollege Maas hat ja dankenswerterweise auch das Problem, die Rückenproblematik angedrungen. Es gibt noch viele Fälle, wo Erzieherinnen schlechte Arbeitsbedingungen haben, die in anderen Bereichen niemals so geduldet werden würden. Das ist so. Und jetzt gibt es, ich will mal glücklicherweise, für die Träger nicht glücklicherweise, gibt es seit wenigen Wochen eine Modellkita der Unfallkasse in Rheinland-Pfalz. Da kann man sich anschauen, das ist, wünscht dir was, aber es ist eine reale Kita, die wird betrieben. Ja, das muss bezahlt werden, aber da kann man schauen, was auf dem heutigen Stand der Wissenschaft möglich ist. Und das kann ich nur empfehlen, mal da einen Termin zu machen, hinzufahren. Das will besichtigt werden, die haben das dafür gemacht. Und dann nicht nur aufs Lohn oder auf den Gehalt zu schielen, sondern das andere Feld ist genauso wichtig. Sie haben nichts davon, wenn Sie jetzt viel oder mehr Geld bekommen und nachher in Frührente müssen. Da hat niemand was davon. Ja, okay. Also da war jetzt noch was aus dem Publikum? Ich kann da gerne was zu sagen, weil ich... Ja, bitte, komm. Ich gebe dem Herrn Demminghoff auch ausgesprochen recht. Es geht nicht nur um Geld, aber man muss eben auch sehen, dass gerade Frauen, und dazu gehöre ich auch, in Teilzeit, wir haben so eine kleine Rente, obwohl wir dann so lange arbeiten, da steht uns vielleicht auch vielen Frauen eine Altersarmut. Und um dem entgegenzuwirken, würde ich mich natürlich freuen, wenn sich die Rahmenbedingungen dahingehend verändern würden, dass auch zum Beispiel ich mehr Stunden bekommen würde. Das wäre natürlich über eine Freistellung der Leitung zum Beispiel möglich. Ja, weil ich sehe weder Vor- noch Nachbereitungszeit, also da müsste auf jeden Fall dringend nachgebessert werden. Was ich aber auch sehe hier ist, die Frage ist, wie kann das gehen? Wir haben hier eine Podiumsdiskussion. Ich höre das und es gefällt mir auch, was ich höre. Mich interessiert, wie wird das, was wir hier besprechen, in diese Kanäle transportiert, sodass es auch ankommt. Also, dass wir auch eine Chance haben auf eine Veränderung. Danke.
Herr Huster? Also, das, was Sie jetzt gesagt haben, das nehmen wir, oder ich kann ja nur für mich sprechen, auf und das trägt auch bei mir zu meiner Meinungsbildung bei. Ich bekomme zum Beispiel im Moment sehr viele E-Mails und Anrufe von Mitgliedern, die unzufrieden sind mit dem, was unsere Gewerkschaftsfunktionäre in der Schlichtungsverhandlung, was sie zugestimmt haben, ja, dem Schlichtungsvorschlag. Und das, was die sagen, das hinterlässt schon Spuren bei mir. Das macht mich nachdenklich an manchen Stellen, wenn das sachlich und konstruktiv vorgetragen ist. Deswegen kann ich das auch nicht gelten lassen, wenn man sagt, wir sind so klein, was soll ich denn beim VKA anrufen? Auf mich hören die doch gar nicht. Wenn das jeder machen würde, ich bin der Meinung, und wenn man nur ein bisschen Einfluss hat, dann soll man dieses bisschen Einfluss versuchen zu nutzen im Sinne der Sache. Und wenn das ganz viele machen, ja, dann wird das auch zum Erfolg führen, denn das spüre ich an mir, je mehr sich melden und was wollen, desto eher bin ich auch bereit, mich zu bewegen. Und das kennt auch jeder irgendwie aus seiner Arbeit wahrscheinlich. Und insofern glaube ich, muss man da auch dicke Bretter bohren und auch, sag ich mal, im Kleinen dran arbeiten an diesen Fragen. Und deswegen nehme ich dann sowas auch mit, was Sie sagen. Zu den Kollegen hier noch aus der IG Metall, der hat natürlich recht, wenn man ein großes Ziel verfolgt, wie die IG Metall ja auch zur 35-Stunden-Woche in den 80er Jahren, dann kann man das nicht in einem Schritt erreichen. Und man braucht vielleicht 2 Schritte oder 3 Schritte. Das Problem, was wir jetzt nur haben, wir haben ein Angebot oder eine Schlichterempfehlung, die, ja, ich sag mal, aus unserer Sicht sehr schlecht ist. Und wir haben einen Vorschlag für eine Laufzeit von 5 Jahren, die gemessen an dem Angebot sehr lang ist, weil er dann Friedenspflicht gilt. Und das macht es für uns sehr schwierig. Weil wenn wir sagen, okay, schlechtes Ergebnis, kurze Laufzeit, 3 Jahre, dann können wir wieder dran, den nächsten Schritt machen. Ja, oder gutes Ergebnis, lange Laufzeit, aber schlechtes Ergebnis und kurze Laufzeit, da sehe ich jetzt den großen Knackpunkt bei unseren Mitgliedern, das sind die nicht bereit zu akzeptieren. Was ich, wie gesagt, ja eben schon mal angesprochen habe, es sind ja jetzt schon viele Aspekte abgeklopft worden hier von den Anwesenden. Was ich aber jetzt nochmal so speziell wissen möchte, das sind eigentlich 2 Punkte. Das ist einmal nochmal Finanzierungsansatz. Welche Ideen vertreten die einzelnen Anwesenden, wie man denn jetzt beispielsweise Geld umverteilen kann oder wo man es hernehmen kann. Andererseits natürlich aber auch der Punkt Entlastung der Mitarbeiter, ja, gerade in Bezug auf die deutlich gestiegenen Anforderungen. Das ist, denke ich, wichtig. Da hatten wir jetzt auch schon mal das Stichwort, wie ist das, Leitungsfreistellung. Ne? Da gibt es sicherlich auch noch andere Punkte, die angesprochen werden müssen. Ich denke, dass man auch ich sag mal, im Bereich der Kleinkindbetreuung und so weiter eine deutlich intensivere Betreuung benötigt. Was dann eventuell zum Beispiel auch eine Veränderung von Schlüsselzahlen, Betreuungsschlüssel etc. beinhaltet. Wer von euch will anfangen? Jo. Ja, da fängt man wieder gerne los. Zu der Frage der Finanzierung geht ja um öffentliche Mittel. Ist es ja genauso wie im Privaten, wenn es irgendwie nicht hinhaut, dann muss ich mir was überlegen und dann muss ich entweder meine Schwerpunkte anders setzen, also irgendwo was einsparen, was ich dann woanders ausgeben kann, oder ich muss versuchen, meine Einnahmen zu erhöhen, was der Staat ja könnte, wurde ja schon angesprochen, 9 Billionen Euro im Privatbesitz. Ich habe das mal ausgerechnet, wenn man da 0,001% als Staat von nähme, dann hätte man diesen Tarifabschluss finanzieren können. Ja. Darüber hinaus werden in Deutschland pro Jahr 250 Milliarden Euro vererbt. Das bekommen also Menschen, die keine Leistung dafür erbracht haben, die das Glück hatten, einer Familie zu entstammen, die, wo die Eltern, die Großeltern sich eben dieses Vermögen erworben haben. Wenn man
diese Summe anders besteuern würde als bisher, hätte man auch schnell das Geld zusammen, was man vielleicht für Soziales, für Straßenbau, für andere Dinge mehr bräuchte. Und dann, wie gesagt, das habe ich ja eben schon mal den Professor Sell zitiert, sollte man dann auch diejenigen an den Kosten beteiligen, die hauptsächlich dann von diesem Kita-Boom profitieren, also den Bund und die Sozialversicherungsträger. Das zur Finanzierung und zu der Frage Entlastung direkt dazu oder? Könnten wir so machen, denke ich. Und dann gehen wir mal einmal durch, dann kann jeder seinen Standpunkt nochmal darstellen. Gut, Freistellung für Leitungstätigkeit ist abgehakt. Das andere ist natürlich die Situation Krankheit, Urlaub, Fortbildung, dass dann auch sagen wir, sofort Ersatz zur Verfügung steht, damit eben die regelmäßige Arbeit weiterlaufen kann. Und ansonsten muss ich sagen, wird es darauf ankommen, den Personalschlüssel zu verbessern. Das kann aber nicht der einzelne Träger machen. Da brauchen mindestens mal die Kreisverwaltung dazu, wenn eben im Rahmen von Kannbestimmungen auch Personal ausgeweitet wird. Oder es muss sich an der Landesgesetzgebung was ändern. Bundesgesetzgebung haben wir ja schon angesprochen. Und Sie fragten, ich habe Sie so verstanden, da läuft irgendwas und ich kriege da nichts von mit? Oder? Nee, die Frage ist, wie kann das gehen oder wie geht das? Ich meine, wir diskutieren ja viel. Wie das politisch geht? Ja. Ja, indem zum Beispiel die Frau Schwesig als Bundesfamilienministerin mit den Jugendministern der Länder, zum Beispiel unserer Frau Alt, an einem Tisch in Berlin sitzen. Da ist auch ein Kollege, der Norbert Hocke von der GEW, in so einem Beratergremium dabei. Und versuchen, diese Frage auf den Weg zu bringen, also einen Konsens zwischen Ländern und dem Bund herzustellen. Das ist schon mal ganz nah dabei gewesen in den Koalitionsverhandlungen 2013 zwischen SPD und CDU und ist dann quasi einen Tag vorher noch wieder aus dem Koalitionsvertrag rausgerutscht, dass man ein Bundesqualitäts-Kita-Gesetz machen will. Trotzdem wird jetzt weiter daran gearbeitet und es besteht die Hoffnung, dass es irgendwann politisch auch noch ja, durchgesetzt werden kann, der Eindruck erzielt werden kann. Okay, Jörg. Ja. Wie kann das finanziert werden? Zum einen natürlich durch Umschichtung, das ist das eine, aber ich bin auch beim Kollegen hier, der Staat hat auch nicht seine Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft. Ist die Vermögenssteuer schon seit Jahren, fast schon Jahrzehnten in der Diskussion. Da könnte nach meiner Meinung durchaus jetzt mal was passieren. Aber vor allen Dingen auch Finanztransaktionssteuer. Das sehe ich auch nicht an, wieso es das nicht gibt. Das muss nicht prozentual nicht viel sein, aber das wird in der Summe schon einen erklärlichen Beitrag liefern. Dann zur Entlastung der Mitarbeiter. Bei der Leitungsfreistellung, ja, da sage ich mal, da hoffe ich auf den Landrat und den Herrn Gemme und auf die anderen Träger, dass die sich was einfallen lassen. Denn auf der Ebene wäre etwas möglich, bezahlt werden muss alles, das ist klar, aber denkbar ist das schon. Was haben wir noch gehabt? Ausbildungs- oder Bildungsfreistellung, das im Prinzip ist das ja ein Problem der Finanzierung. Die Finanzierung gelöst ist, lässt sich das andere auch lösen. Und ich wollte noch mal was zu dem, wie setzt man das durch oder wie erreicht man das? Ja, also ich sage es jetzt noch mal, ich bin ja IG Metaller. Ja, durch Streik. Nicht durch Einmalstreik, sondern durch geschickten, intelligenten Streik. Ob ich jetzt die Tarifautonomie verletze, weiß ich nicht. Aber soweit bin ich dann doch gewerkschaftlich geprägt. Dann muss man halt das dicke Brett bohren. Und muss ich vielleicht Schlüsselbetriebe aussuchen? Ja, ich weiß nicht, ob es einen Schlüsselbetrieb im Einrich gibt, als Kita. Dort eben streiken, wo der Arbeitgeber dann nachher den Druck hat und mit den Eltern. Wie das ist ganz schwierig, haben wir eben schon gesagt. Aber ja, nur durch Streik. Und wenn mehr gewerkschaftlich organisiert wären, jetzt muss ich mal dafür eine Lanze bringen, und mehr dann auch auf die Straße gingen, wenn es gilt, ja, alle möglichen Errungenschaften, auch jetzt Arbeitsbedingungen, das kenne ich aus meinem Umfeld, ja, ist vieles nur durch Streik erkämpft worden in den Jahrzehnten, was heute selbstverständlich ist. Und wenn das im Bereich
Kita noch nicht so ist, dann ist da Streitbedarf. Soweit man das für die Eltern tut. Ja, ich möchte nochmal auf die Frage der Finanzierung zurückkommen. Wir haben ja im Prinzip im Staat drei große Träger, die finanzieren können. Das sind einmal die Kommunen, das Land oder der Bund. Ich bin Gemeinderat in Niederneisen und ich würde gerne sparen. Ich weiß, die Gemeinde ist verschuldet. Aber wir geben sehr viel Geld, einen Großteil unseres Haushalts, kommunalen Haushalts, geben wir für Kita aus und das ist gut angelegtes Geld. Jeder Cent aber oder jeder Euro, der da mehr ausgegeben wird, geht 1:1 in die Verschuldung der Kommune. Also ich glaube nicht, dass die Kommunen wirklich mit einigen Ausnahmen, wo es große Gewerbesteuereinnahmen gibt, dass die Kommunen insgesamt irgendeine Möglichkeit haben, als Kommunen da was zu machen. Das Land, habe ich eben schon gesagt, hat sehr viel Geld zusätzlich bereitgestellt. Und das Land muss die Schuldenbremse beachten. Das ist nun mal ein Gesetz, können wir uns dagegen wehren oder nicht, aber als Land muss erstmal die Schuldenbremse beachtet werden. Und da ist dann auch der finanzielle Spielraum im Land beengt. Und wo ich einfach dann den dritten Topf sehe, wo Geld herkommen kann, ist der Bund. Und da würde ich auch sagen, wie die Bertelsmann-Stiftung, die ist ja nun bestimmt nicht im Verdacht links zu sein, sagt, ein Kita-Qualitätsgesetz muss der Bund machen, weil die Kommunen und das Land, sagt die Bertelsmann-Stiftung, können das nicht schultern. Das heißt also, die Quelle muss der Bund sein. Direkt anknüpfen bezüglich des Bundes. Also der Bund hat nur, das muss man ja auch mal sagen, in den letzten Jahren einiges in die Kita-Finanzierung hineingesteckt, um neue Gruppen entsprechend zu ermöglichen, gerade jetzt U3-Betreuung, U2-Betreuung, U1-Betreuung, da ist einiges entsprechend schon von Bundesmitteln entsprechend gelaufen. Nichtsdestotrotz, so kann man natürlich auch immer wieder hinterfragen, aber es muss auch vor allem, und ich denke, da sind wir ein Stück weit einig, es muss grundsätzlich mehr ins System, mehr Geld ins System, und zwar ins System für die Kindergärten. Und vor dem Hintergrund muss sicherlich auch das Land entsprechend seinen Beitrag leisten. Das ist sicher zum einen eine gewisse Umschichtung, da muss man schauen, wo sind die Schwerpunkte, was machen wir. Das ist überhaupt gar keine Frage, dass man schaut, okay, dass man auch wirklich das Geld so ansetzt, dass unten in den Einrichtungen die Ausstattung und so weiter gut funktioniert, aber eben auch die Bezahlung entsprechend da ist. Und ich sage es ganz offen, als meine Tochter bzw. mein Sohn noch in den Kindergarten gegangen sind, da haben wir noch Elternbeiträge bezahlt. Dann sind die ein Stück weit abgeschafft worden. Dann waren sie plötzlich frei. Für meine Tochter habe ich nichts mehr bezahlt. Jetzt sage ich Ihnen ganz offen, ich hätte auch für meine Tochter bezahlt. Hätte ich auch können. Und können viele Eltern auch. Das will ich auch deutlich sagen. Es gibt aber auch viele Eltern, gleich im nächsten Satz, die es nicht können. Und deswegen muss man auch, finde ich, ernsthaft über gestaffelte Kindergartenbeiträge nachdenken. Selbstverständlich für die, die sich es nicht leisten können, die sind außen vor. Es muss berücksichtigt werden, wenn mehrere Kinder in den Familien sind, auch das keine Frage. Und es darf nicht dazu führen, wenn man darüber nachdenkt, dass das Geld dann zu irgendwelchen Schuldenreduzierungen kommt, sondern es muss on top, also obendrauf, auf das, was da ist, noch draufgesagt werden, beziehungsweise sowieso noch was drauf. Aber warum sollte man Leuten, die es jetzt, also die gerne bezahlen würden, die es auch können, warum soll man denen diese Leistung, und es ist ja auch eine Leistung, man hat die Kinder entsprechend dort ordentlich untergebracht, sie sind ordentlich versorgt, das ist ja ein rundum, in Anführungszeichen, Sorglospaket. Warum sollen denn dann nicht die Eltern dafür bezahlen, wenn sie dafür dann auch die Möglichkeit haben, selbstverständlich vielleicht auch dann in Ruhe arbeiten zu gehen? Wie gesagt, immer die Ausnahme, keine Frage, dass wir Alleinerziehende haben, dass wir sozial schwierige Familien haben, die eben auch soziale Probleme haben. Das muss immer wieder berücksichtigt werden. Aber es gibt eine ganze Reihe, und denken Sie mal an Ihren Freundeskreis, also ich könnte Ihnen spontan, wenn ich in meiner Schule, beziehungsweise früher in der Kindergartengruppe, meine Kollegen, da war der Bankdirektor, da war der große Unternehmer, da war der Arztsohn, da war der Sohn auch vom Handwerksmeister, der gut verdient hat, ja, und die Frau noch dabei. Also da muss man wirklich drüber nachdenken.
Und wissen Sie, diese Debatte, diese Neiddebatte, die Sie da jetzt versuchen zu führen, auch mit Erbschaftssteuer und diesen ganzen Kram, also interessiert mich jetzt im Augenblick nicht. Ich möchte jetzt wirklich mal konkret auch was sagen, weil das wäre dann auch für die Eltern, die dann sagen, okay, ich gebe was rein, dafür möchte ich aber unmittelbar auch eine Leistung sehen. Und dass man da drüber nachdenkt, ich denke, das ist zumindest mal ein Gedanke. Das letzte Kindergartenjahr sollte in jedem Fall frei sein, damit dort auch nicht die Geschichte passiert, dass vielleicht die Eltern ihre Kinder nicht hinchecken. Ja? Aber grundsätzlich sollte man doch darüber mal entsprechend nachdenken. Und vielleicht noch einen Punkt, weil Sie vorhin das angesprochen hatten, wie kann man es transportieren? Selbstverständlich nehmen wir das ja auch politisch mit. Das muss zum einen sein, das muss man auch entsprechend und wird auch bei uns selbstverständlich in den Runden besprochen und muss natürlich auch entsprechend damit thematisiert werden. Jetzt kann ich es mir relativ leicht machen auf Landesebene. Wir sind seit fast 25 Jahren in der Opposition. Geben Sie uns die Chance und zeigen Sie, was wir machen würden. Ja? Positive Sachen würden wir machen. Das kann ich Ihnen versprechen und ich kann Ihnen auch sagen, wir haben beispielsweise vor einigen Jahren ein Kindergartenänderungsgesetz vorgelegt, wo wir gesagt haben, dass regelmäßig eine Evaluierung erfolgen muss, dass regelmäßig geschaut werden muss, wie sieht es denn aus? Brauchen wir vielleicht kleinere Gruppengrößen? Brauchen wir entsprechende stärkere Unterstützung, stärkere Ausbildung für die Kinder, für die Erzieherinnen und Erzieher und so weiter? Das ist aber im Landtag abgelehnt worden. Ja? Das ist halt bedauerlich. Das lag vor, ein wirklich ausgefeiltes entsprechendes Gesetz und da hätte man eben auch schon sagen können, gut, da gehen wir eben mal entsprechend dran. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch schon wieder 4 Jahre her, seit wir es eingebracht haben. Aber solche Dinge würden wir von unserer Seite in jedem Fall nochmal forcieren. Da kann man dann auch entsprechend Erzieherinnen entsprechend entlasten und da kann man dann eben auch regelmäßig kontrollieren, sind wir denn überhaupt noch auf dem richtigen Stand. Denn eins habe ich schon den Eindruck, ich weiß nicht, wer es vorhin gesagt hat, die Kinderzahlen gehen zurück. Ich glaube, der Herr Huster, da bin ich gar nicht so sicher, ob die so zurückgehen. Vielleicht haben wir weniger Geburten in Deutschland, das mag vielleicht sein. Aber wir haben einen extrem hohen Zuzug und wenn Sie sehen, was derzeit auch bei den Asylbewerbern oder Flüchtlingskindern passiert, da werden wir eher noch zusätzliche Plätze eventuell dann bereitstellen müssen, wenn wir da schauen, wie die Anerkennungsquoten dann da sind und, und. Das ist ja für uns auch durchaus eine grundsätzliche Chance. Also da bin ich durchaus der Ansicht, so wird sich das in den nächsten Jahren nicht extrem verändern, sondern wir werden nach wie vor in den nächsten Jahren Kindergartenplätze haben und benötigen vielleicht auch sogar noch qualifiziertere Ausbildung, weil wir dann auch viel stärker in die frühkindliche Erziehung, gerade im sprachlichen Bereich, gehen müssen, dass das noch früher angesetzt wird und noch verschärft dann auch, ich sag mal, muttersprachlich bzw. Deutschunterricht dann auch zum Teil gegeben werden muss. Das ist ja auch ein großes Thema, was sicherlich auf uns zurollt und was zuerst mal wieder, gerade mit den kleinen Kindern, zunächst mal bei den Erzieherinnen und Erziehern wieder mal vor der Tür steht. Und dann haben sie das Problem und da müssen wir auch dann entsprechend auch hier wieder für Entlastung sorgen. Also das wird sicherlich, und das kann ich Ihnen jetzt schon prognostizieren, das wird in den nächsten Jahren kommen. Okay. Michael, wo du weitermachst? Ich habe 2 Wortmeldungen aus dem Publikum direkt dazu. Ich schätze schon die dritte. Dann fangen wir mal hier vorne an. Ja, erstmal. Oder? Ja, ich mach mal die Runde erst fertig. Ich mach's mal kurz. Was? Herr Lammert, Sie sind süß. 25 Jahre Opposition. Ich weiß nicht, wer da in Berlin regiert. Ich glaube, das ist Ihre Partei, nicht? Also, da sieht man, Sie brauchen nur nach Berlin zu gucken, dann sehen Sie, was die. Sie brauchen. Ja, ja, jetzt bitte lassen Sie mich aus, ich rufe auch nicht dazwischen. Sie müssen nur nach Berlin gucken, dann wissen Sie, was für eine Politik Sie bekommen. Ich habe es nochmal gesagt, man muss es wollen, aber man will es nicht. Der Sozialist Helmut Kohl ist als Linker, muss ich jetzt sagen, ist mein großes Vorbild. Ich hätte gerne nur seine Steuersätze. Die Vermögenssteuer hat es unter Kohl übrigens auch gegeben, für Sie nur zum historischen Nachweis nochmal. Es geht nur um die Finanztransaktionssteuer, die wäre neu. Also einfach nur die Steuersätze Helmut Kohl, 50 Milliarden Euro pro Jahr, mehr in einer Legislaturperiode 200 Milliarden. Da kann man so Straßen vergolden mit. Ja, das ist ganz einfach, man muss es nur wollen. Erzieherin, vielleicht noch ein Wort. Die Kollegin eben, die Dame hat es eben auch nochmal angesprochen, auch das Thema Arbeitszeitmodelle. Ich finde das ein Unding. Es gibt viele Erzieherinnen, die möchten tatsächlich Vollzeit arbeiten. Es gibt aber keine Arbeitsverträge. So, dann gibt es viele Erzieherinnen, ich erlebe das auch bei meiner Frau, die werden eingestellt, die kriegen Befristungen. Das hat ja diese Regierung damals auch unter Schröder auch mit eingeführt, die unbegründete Befristung von Arbeitsverträgen. Das heißt, die handeln sich von Jahresvertrag zu Jahresvertrag. Das ist keine Perspektive. Gehen Sie mal als Familienmensch im Jahresvertrag befristet zu einer Hausbank und wollen Sie ein Auto finanzieren. Kriegen Sie nicht. Ist völlig unmöglich. Ja, da fängt es ja auch schon mit an.
Dann gibt es, wenn Sie zum Beispiel als Erzieherin von einer Kindertagesstätte zur nächsten wechseln, fangen Sie bei der nächsten gleich zwei Tarifstufen drunter wieder neu an. Ja, völlig hirnrissig. Da sehen Sie, was diese Politik alles verbockt. Danke. Das war wirklich kurz. Befristete Arbeitsverträge gibt es nur begründet. Und auch dann, wenn sie zum zweiten Mal befristet sind und dann entwickeln sich Dauerarbeitsverhältnisse, wenn man keine Begründung hat. Also das ist ein einklagbarer Anspruch. Ich möchte mich hier nicht auf dieses Glatteis begeben, welche Steuern kann man erhöhen, um das zu finanzieren. Wir reden hier über das Thema Entlohnung der Erzieher. Und dieses Ergebnis erwarten wir im Tarifvertrag. Und wenn dieser Tarifvertrag Gültigkeit hat, dann werden wir als Träger, lieber Herr Landtag, als Jugendamt, als Land Rheinland-Pfalz, alle, die an der Finanzierung beteiligt sind, unseren Anteil aufbringen müssen. Da gibt es überhaupt keine Diskussion, da brauchen wir uns auch heute keine Gedanken zu machen, aus welchen Steuern wir das finanzieren. Das ist gesichert, der Tarifvertrag muss Gültigkeit haben und dann werden wir das auch umsetzen. Zu den Elternbeiträgen bin ich jetzt schon erstaunt, dass applaudiert wurde. Ich kann mich an eine Sitzung unserer Elternbeiräte in den Kindertagesstätten erinnern, das ist schon Jahre her, wo Elternbeiräte gefordert haben, dass diese Elternbeiträge eingestellt werden. Durch die gesetzliche Formulierung, die Kindertagesstätten sind Bildungseinrichtungen, hat man auf diese Elternbeiträge verzichtet. Das ist ein Stück weit konsequent. Ich war und bin ein großer Fan von der damaligen Regelung Elternbeiträge gestaffelt und ich habe sie als Sachbearbeiter lange genug festgesetzt. Und ich hatte nicht einen Widerspruch, das ist selten. Aber es hat funktioniert. Aber wenn ich die Konsequenz einfordere, ich habe eine Bildungseinrichtung, und darauf legen wir ja auch, wenn wir es eben in Frage 1 so stark betont haben, wenn ich darauf Wert lege, dann muss ich konsequent sein, sonst hole ich mir auch Schulgeld. Also da ist irgendwo eine Lücke, das können wir so einfach nicht umsetzen, das ist eine Unterschiedlichkeit. Ich glaube, wenn die Frau Schwesig und die Frau Alt zusammenkommen und die Frau Schwesig wird wollen, wie ein Personalschlüssel in Kindertagesstätten aussieht, dann gibt es großen Krach in Berlin. Das ist Länderhoheit. Und da werden sich Länder nicht hineinreden lassen. Das ist Wettbewerb. Wir machen Wettbewerb mit unserem Bundesland Hessen, indem wir sagen, wir haben beitragsfreie Kindertagesstätten. Das ist ein Mehrwert in unserem Land und den wollen wir auch haben. Dass politische Entscheidungen sind. Die Bertelsmann Stiftung wurde jetzt zitiert. Die Bertelsmann Stiftung hat ein Ranking gemacht. Wie stehen denn die Bundesländer in ihren eigenen Kindertagesstätten mit der mit dem Personalschlüssel? Wie viele Kinder werden von einer Erzieherin betreut? Anwesenheitsgeprüft, nicht anmeldegeprüft. Und da hat Rheinland-Pfalz, das muss man ja dann auch mal dazu sagen, einen sehr guten Wert erreicht. Besser als der bundesdeutsche Durchschnitt. Und wenn ich diese Diskussionen führe, und ich führe sie im Namen der Eltern, auch mit dem Ministerium, und ich bin nicht zu klein, um bei dem Arbeitgeberverband anzurufen, ich habe es gemacht. Aber dann sage ich natürlich, dieses Argument wird doch ein Land, wenn es in der Aufgabenverpflichtung ist, auch stetig bemühen. Das ist eine ganz freie Organisation, Bertelsmann Stiftung, und die kommt zu diesem Thema. Und die kommt zu dem Ergebnis, ihr seid besser als der Durchschnitt. Bei der finanziellen Lage, muss ich es wieder sagen, ist das oft gut genug. Und da weiß ich nicht, ob wir eine Verbesserung erreichen. Wir müssen in unseren Betriebserlaubnissen, in unseren Aufgabenstellungen ganz genau darauf achten, dass wir die Möglichkeiten,
die uns die Landesvorgaben geben, auch ausschöpfen. Das ist unsere Strategie. Da unten sitzt der Jürgen Rostöcher, der macht das bei uns im Haus, die Beantragung von Betriebserlaubnissen. Wir möchten unsere Arbeitsbedingungen in den Kindertagesstätten damit aufwerten, dass wir absolut beteiligen an diesen Prozessen, dass wir in die Kindertagesstätten gehen, dass die Kindertagesstätten mitentscheiden, welche Art der Betriebserlaubnis ist denn für unsere Kinder, für unsere Familien die richtige. Und wie können wir denn daraus den größten und besten Personalschlüssel herausziehen? Momentan sehe ich da auch keine anderen Möglichkeiten. Das muss ich einmal so deutlich sagen. Also wir haben die Frage gestellt, wir haben es diskutiert. Es ist für mich nach wie vor nicht nachvollziehbar, wie ich eine Kinderkrippe betreuen kann mit 2,0 Personalschlüssel. Wenn ich sie ganz isoliert sehe und habe keinen Urlaub und keine Krankheit berücksichtigt. Das funktioniert nur in einem größeren Betrieb. Aber ich kann auch die Betriebserlaubnis für eine Krippe separat beantragen und wenn ich die Rahmenbedingungen erfülle, und dann ist das 2,0. Und da sage ich, da stimmt es nicht ganz. Und da müssen wir auch von kommunaler Seite, von Gemeindeseite, vom Jugendamt darauf hinwirken, dass sich diese Unregelmäßigkeiten, dass wir die auch ausräumen. Aber vom Großen und Ganzen muss ich aber auch sagen, jede gesetzliche Veränderung im Hinblick auf die Gruppenart oder die Zusammenstellung der Altersgruppen von den Kindern, die betreut werden, wurde reagiert auf den Personalschlüssel. Dass man da natürlich mehr brauchen kann, das kennt jeder. Also das fängt bei der Schulsekretärin an, das geht in unsere Verwaltung, wo ich ein Rechnungshofgutachten habe, die den Personalbedarf auslegt. Es geht immer nach bestimmten Personalbedarfsberechnungen und daran hat man sich zu halten. In der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen, und hier sitzen ja einige unserer Ratsmitglieder, haben wir vor einigen Jahren, als es immer mehr in die Betreuung von unter Dreijährigen ging, aus eigener Tasche hinzugelegt, Personal eingestellt, was nicht in der Personalkostenberechnung da war, um diese hauswirtschaftlichen Tätigkeiten eher abfangen zu können. Das war aus der damaligen Situation heraus für uns eine Notwendigkeit. Es gab damals eine Bildungskommission, die hat sich dafür stark gemacht und hat das auch umgesetzt. Aber ansonsten halten wir uns an dieses Regelwerk. Und das ist finanziert. Was wir versuchen, um die Entlastung der Mitarbeiter herbeizuführen, sind natürlich die Arbeitsbedingungen. Ich weiß nicht, hier sitzen ja genug von meinen Kolleginnen. Haben wir gute Stühle? Also in Dörsdorf habe ich auf solchen gesessen, das weiß ich bei der letzten Elternbeiratssitzung. Ich glaube schon, dass wir viele Dinge umsetzen in unserer Aufgabenstellung als Träger. Und glauben Sie mir, ich stehe in einer Sandwich-Position, wenn Kolleginnen von mir in den Streik gehen, Eltern, für die ich Verantwortung trage, bei mir anklopfen und sagen, wieso sind die Kinder da dazu? Und natürlich auch unseren kommunalen Gremien gegenüber. Also diese Dreiecksfunktion habe ich, die halte ich auch aus. Ich habe nicht verboten, dass man streikt. Ich habe gebeten, bitte macht es nicht, das gebe ich zu. Aber das muss ja auch noch drin sein. Aber wir versuchen durch Arbeitsbedingungen schon auch Stand zu halten, weil wir sehen auch einen zunehmenden Fachkräftemangel. Wir werden, ja, weiß ich nicht, unsere Stellenschlüssel zunehmend nicht entsprechend besetzen können. Also wir hatten Zeiten, da hatten wir immer einen Pool von Bewerbungen, der ist heute nicht mehr da. Und von daher versuchen wir natürlich, Arbeitsbedingungen zu verbessern, Mitbestimmung groß zu schreiben, um damit gemeinsam unsere Aufgabenstellung, die uns gesetzlich zugeordnet ist, zu erfüllen. Das ist eine gemeinsame Anstrengung. Ich sage nicht, dass das immer leicht ist und ich sage auch nicht, dass das immer im Sinne der Mitarbeiterinnen ist, aber ich glaube schon, dass hier in diesem Fall jeder sein Bestes tut. Okay, danke Harald, du hast jetzt den Rekord gebrochen. Ich habe jetzt drei Wortmeldungen aus dem Publikum, das fängt hier vorne an.
bei Ihnen? Ja, lieber Herr Gemmer, vielen Dank. Sie haben einiges von dem schon gesagt, was ich eben auch jetzt nochmal deutlich machen wollte, insbesondere, dass Sie an Einlassungen hinsichtlich der Beitragsfreiheit des Kindergartens und der Staffelbeiträge sagen wollte. Einerseits haben Sie festgestellt im Ranking, das wissen wir natürlich auch sehr gut, und wir haben auch beobachtet, dass Rheinland-Pfalz, was den Kindertagesstättenausbau angeht und auch die finanziellen Mittel, die das Land trotz der schwierigen finanziellen Situation in die Hand nimmt, zu dieser Rangfolge geführt hat. Ich habe auch den Haushalt dabei, falls mich jemand mal auf den Zahlen fragen würde. Haushalt, ne? 7, 04 und 5, dort sind die Millionen abgebildet, die wirklich ausgegeben worden sind, die möglicherweise dann auch ankommen. Es ist aber trotzdem, und das waren hier einige Redner, haben es ja gesagt, auch bedeutsam, dass der Bund, und da ist der Bund auch wirklich in der Pflicht, die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Und zwar dann insbesondere bei den Kommunen. Es besteht leider keine direkten Finanzbeziehungen zwischen Bund und Kommunen. Das heißt, das Land muss sozusagen für die Kommunen kämpfen, dass die Mittel kommen. Das fängt bei den Regionalisierungsmitteln für den Verkehr an, für den Personennahverkehr zu finanzieren und vieles mehr. Das hängt ja auch damit zusammen, denn dafür brauchen wir auch Geld, muss erstritten werden in den Verhandlungen mit den Bunden. Das ist schwierig. Ja? Das wissen wir alle. Und wir wissen auch, wir erinnern an die letzte Bundestagswahl, dass Parteien, die Steuereinnahmenverbesserungen wollen, sind dafür abgestraft worden sind. Ja? Also das, wenn die Frage steht, wie wollt ihr es finanziert? Es gibt Parteien, die haben es durchgerechnet. Man kann sagen, man kann sich da ein bisschen irren. Und ich will jetzt nicht hier 10 Minuten reden, ich habe einige Finanzierungsvorschläge und kann auch einige Kritik an den Bund- und Länderbeziehungen hier äußern, auch die Zahlen. Ich denke da an die Vorabmilliarde zum Beispiel, die Übernahme der Wiedereingliederungshilfe. Die würde bei den 75% des Kreishaushaltes ungefähr 60% dieser 50% ausmachen, wenn er zu seinem versprochenen, was im Koalitionsvertrag steht, zu seinem Versprechen gestanden hätte, die große Koalition, ja, die jedes Jahr 1 Milliarde für die Wiedereingliederung den Kommunen und Ländern zur Verfügung zu stellen und hat nur 500 in 2 Jahren gezahlt, die sogenannte Vorabmilliarde, bis das gesetzlich geregelt ist. Der Bund will diese Kosten übernehmen. Dann ist der Kuchen, den wir dann haben als Verteilungsspielraum des Trägers, des Kreises, der kann sich dann auch engagieren in die Qualität finanzieren. Das sind ganz konkrete Beispiele. Es ist übrigens auch ein Versprechen, das nicht gehalten worden ist. Darauf möchte ich hinweisen. Steuererhöhungen heißt jetzt nicht, jeden in die Tasche greifen, alles schlechter machen. Aber wir müssen uns natürlich überlegen, soziale Berufe, alles das, was das öffentliche Wesen, das Gemeinwesen anbelangt, muss das Steuern, das bezahlen wir das Steuern, dass wir das Gemeinwesen aufrechterhalten, wir stärken. Ja, dazu gehören die Kindertagesstätten, dazu gehört eine angemessene Entlohnung. Ja, das ist auch eine Wertschätzung. Es ist ein anspruchsvoller Beruf. Ja, ist es. Es ist etwas ganz, ja, ich meine, wir wissen ja auch, dass die Anforderungen gewachsen sind. Aber nicht nur, weil jetzt ein hoher Bildungsauftrag an die Erzieherin herangeht, sondern auch, dass sie die Kleinkinder, das Sozialverhalten, viele pädagogische Konzepte umsetzen müssen. Insofern, ich bin schon dafür, wir haben einige Steuerquellen genannt. Die Erbschaftssteuer ist eins, die ist ja schon wieder ein bisschen runtergefahren worden, wie wir wissen. Die Vermögenssteuer oder Vermögensabgabe eine andere. Und die Einhaltung von Verpflichtungen und Versprechungen, die in Koalitionsverträgen stehen, wäre auch schon eine spürbare Erleichterung für die Kommunen. Die Kommunen müssen in der Tat entlassen werden. Wir wissen alle, wir brauchen in die Haushalte zu gucken, veröffentlicht, wo da die Grenzen sind der Bewegungsfreiheit. So, wolltest du jetzt noch was sagen? Letzte Reihe? Nee, du nicht? Ja, okay, bitteschön. Klaus Theile. Ich bin im Haupt- und Finanzausschuss und bin ganz nah bei Herrn Gemmer. Und wir diskutieren hier über viele Facetten. In erster Linie muss das Land schauen, dass die Finanzierung über den Bund herüberkommt. Denn der Personalschlüssel ist das A und O, mit dem in den Kindergärten gearbeitet wird. Und ein vernünftiger Personalschlüssel stellt auch nur klar, dass der Bildungsauftrag, den die Kindergärten haben, auch erfüllt werden kann. In Deutschland
ist es so, dass wir Vorreiter sind in Sachen Überstunden. In Deutschland werden jede Woche pro Person im Schnitt 4 Überstunden geleistet, davon wahrscheinlich die Hälfte ohne Bezahlung. Das ist im Prinzip, auch wenn es niemand sagt, sage ich es, auch in unseren Kindergärten so. Viele Fachkräfte in den Kindergärten bleiben jeden Tag länger ohne Bezahlung. Viele machen Dinge daheim, weil sie in den Kindergärten weder die Zeit noch die Ruhe haben, schriftliche Dinge zu machen. Und hier muss das Land sehen, dass es über den Bund einfach mehr Geld bekommt. Was überhaupt nicht zur Sprache kommt, der sagt ja eben mit Kollege Grün, das ist nämlich das, was plötzlich so einfach geht. Das ist zum Beispiel beim Bund, dass man den Militärhaushalt von 3 Milliarden auf 4 Milliarden abnickt und im übernächsten Jahr auf 5 Milliarden abnickt. Ganz ohne Diskussionen. Und Herrn Gemmer und meine Wenigkeit an der unteren Etage, uns lässt man verhungern. Und sagt man, ja, macht man. Ihr habt ja die Zuständigkeit vor Ort. Da rufen die Leute an, bei ihm. Und er sagt, ich kann mir das nicht aus den Rippen schneiden, weil wir können den Personalstand ja nicht verändern. Wir haben auch das Geld nicht dafür. Denn die Geldverteilung vom Bund nach unten zum Land, da muss das Land dran arbeiten. Und dann bin ich, muss ich sagen, natürlich, wenn das Land sagt, wir sind nicht in der Lage und der Bund sagt, wir sind nicht in der Lage, dann muss man sich auch wieder neu aufstellen und muss sich auch fragen, da bin ich dann bei Herrn Lammert, ob wir nicht in einem gewissen Maß auch wieder Kindergartenbeiträge einführen müssen, um ein vernünftiges Verhältnis zwischen Kinderzahl und Personalschlüssel hinzubekommen. Und da muss man nicht den Herrn Gemmer immer ganz böse angucken und sagen, ach, der ist auf der einen Seite und wir sind auf der anderen Seite. Nee, er ist auf allen drei Seiten und das macht das Leben so schwer. Und wir im Hauptfinanzausschuss rechnen rauf und runter und sagen, ja, wir können auch kein Geld herbeizaubern. Das war's. Publikum war jetzt erstmal, weil der Bernd Huster hatte sich ja eben noch gemeldet. Ja, ich möchte mich jetzt mal positionieren zu der Frage Elternbeiträge. Frage wieder einführen. Da muss ich zuerst dazu sagen, ich gehöre keiner Partei an und ich habe auch keine Kinder. Trotzdem oder auch deswegen fände ich es falsch, Elternbeiträge wieder einzuführen, weil ich glaube, dass auch so Leute wie ich, die keine Kinder haben, daran beteiligt sein sollten oder maßgeblich daran beteiligt sein sollten, die Lasten zu schultern, die eben Eltern mit Kindern haben. Und darüber hinaus glaube ich, Herr Gemmer hat es auch gesagt, dass diese Beitragsfreiheit in vielen anderen Bundesländern beneidet wird. Das erfahre ich auch, wenn ich mit den Kollegen der GEW, die in anderen Bundesländern tätig sind, zusammensitze, die gucken hier hin und die sagen, was eure Regierung da macht, das finden wir richtig gut. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen, das gibt es bei uns nicht. Ja? Da gibt es also Neid. Und wo wir jetzt als GEW vor einem halben Jahr eine Stelle ausgeschrieben haben für einen Gewerkschaftssekretär, da hat sich eine Frau aus Berlin gemeldet, die beim DGB da gearbeitet hat, die arbeitet jetzt für uns. Die hat zwei kleine Kinder. Und für die war das ein wesentlicher Moment, zu sagen, ich wechsle nach Rheinland-Pfalz, denn da kann ich meine Kinder beitragsfrei in den Kindergärten unterbringen. Das beweist eigentlich das, was der Gemmer sagt, das ist auch ein Standortvorteil für uns. Aber das Wichtigste finde ich eigentlich, es wäre ein völlig falsches Signal, und da beziehe ich mich auch nochmal auf Herrn Gemmer, zu sagen, wir wollen, dass die Kitas, oder wir haben das gewollt, die Schule ablöst als Institution, in der die Kinder das erste Mal Bildung, kostenfreie Bildung erleben. Das ist schon Wertschätzung auch des Kindergartens, das kostenfrei ist. Denn es ist ja keine soziale Leistung.
ja, wofür man aufs Amt muss und wofür man einen Antrag stellen muss, das möchte ich den Eltern auch nicht zumuten. Deswegen glaube ich, die CDU geht den Weg rückwärts in dieser Frage und da werden wir schwer dagegen halten als Gewerkschaft, wenn das in die öffentliche Diskussion kommt. Auch, weil der Vorschlag ja suggeriert, wenn wir die Beiträge der Eltern erstmal haben, dann sind die Arbeitsbedingungen auch zu verbessern in den Einrichtungen. Kolleginnen und Kollegen, glaubt dem nicht, denn in den Bundesländern, wo es die Beiträge gibt, da sind die Arbeitsbedingungen nicht besser als bei uns. Sie sind zum Teil schlechter. Ja? Und glaubt dem auch deswegen nicht, weil das Geld, was der Träger hier einnimmt durch Elterngeldbeiträge, das kriegt nicht der Träger, das fließt in den Landeshaushalt und es ist überhaupt nicht garantiert, was mit diesem Geld passiert. Also ich finde, Beitragsfreiheit ist eine der großen Leistungen dieser Regierung und da werden wir für kämpfen, dass das auch erhalten bleibt in Zukunft. Okay. Carsten Jansing hatte sich bei mir gemeldet oder warst du vorher noch dran? Ich weiß nicht, wer von euch beiden schneller war. Dann geht es da weiter. Wenn wir nicht streiten, die Reihenfolge. Ja, ich wollte auch nochmal was zu der Beitragsfreiheit sagen. Also freier Zugang zur Bildung von Studiengebühren bis zu den Beiträgen für die Kindertagesstätten ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der heute, also am Anfang war das ja vielleicht Luxus, aber versetzen wir uns doch mal in die Lage von jemandem, der im Jahr, wir müssen ja, der Herr Lammert hat ja vorgeschlagen, Beiträge einzuführen und damit die Ausstattung und die Lohnsituation der Mitarbeiterin, rechnet das doch mal jemand hoch. Wenn das wirklich was nützen soll, wie hoch sollen denn da die Beiträge sein? Und jetzt hören wir ja nur die, die sich leisten können, aber da muss auch was zurückkommen, da muss auch, entsprechend haben Sie so gesagt, noch Leistung gezeigt werden. Ja, heißt das jetzt, der Kindergarten, die Kindertagesstätte in Allendorf, wo mein Bruder sein Kind hinschickt, fürstlich verdient, und vielleicht noch anders hingeht. Ja, da sind jetzt Eltern, der Arztsohn, wie auch immer, die zahlen ihre Beiträge und der arme Kindergarten in Kadorf, lieber Kai, da ist halt zufällig niemand, der sich leisten kann. Bedeutet das dann, dass dann in Kadorf die Armut ausbricht und was werden die Mitarbeiterinnen aus Kadorf machen? Die werden sich in Allendorf bewerben, hier gibt es mehr Geld. Also wie das in der Praxis dann ausgestaltet werden soll, ohne es zentral einzusammeln und als Gießkanne dann wieder auszuschütten und was bleibt da eigentlich übrig, wenn man nicht von deutlich über 1.000 oder 2.000 Euro im Jahr redet. Das frage ich mich dann doch, wie das funktionieren soll. Ja, vielen Dank, dass Sie das als große Errungenschaft der Regierung bekannt gegeben haben. Ich finde das auch, ich finde den Vorschlag unsäglich, wirklich. Also man muss sich nur mal vorstellen, was passiert. Also in Gegenden, die eh schon bevorzugt sind, bringen reiche Eltern ihre Kinder in den Kindergarten und verlangen dann von den Erziehern, ja, ich zahle jetzt hier Beiträge und ich zahle hohe Beiträge und jetzt muss mein Kind auch dann entsprechend gefördert werden. Also ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, dass es sowas von Prinzipien los, da kann ich wirklich nicht mitnehmen. So. Der Herr Lammert wollte sich auch mal dazu äußern. Also, ich habe ja schon befürchtet oder bin davon ausgegangen, dass das natürlich nicht unwidersprochen ist. Jetzt hätte ich es mir relativ einfach machen können und hätte das Thema heute nicht angesprochen. Aber wer mich kennt, der weiß, dass ich das durchaus auch offen anspreche, weil ich es ein Stück weit auch ehrlich meine. Und ich finde, es ist zumindest zunächst einmal ein konstruktiver Vorschlag. Aber da wird ja jetzt auch gleich schon ein Stück weit so ein bisschen beißmäßig draufgegangen, habe ich den Eindruck. Jetzt muss man sich das ja auch mal konkret angucken. Was heißt das denn letztendlich? Es sind ja auch jetzt einige Dinge jetzt behauptet worden, die gar nicht so stimmen. Gestaffelte Kindergartenbeiträge als eines von mehreren möglichen probaten Mitteln. Selbstverständlich muss das Land bzw. auch Bund Gelder geben, aber es ist eine weitere Möglichkeit einer Einnahmequelle. Selbstverständlich
müssen diese Mittel zweckgebunden, und das kann man haushaltsmäßig sehr wohl auch in einem Haushalt manifestieren und festlegen, dass dann diese Mittel für die Kindergärten eingesetzt werden und für die Erzieherin. Das soll überhaupt gar keine Frage. Und dass die insgesamt nicht irgendwo dann in den Kindergarten, wenn, was weiß ich, einem speziellen hier in Allendorf ganz viel Geld reingeht, natürlich muss das insgesamte System sein. Wir sind doch eine Solidargemeinschaft. Das wäre ja so, als wenn hier in irgendwelchen Ortschaften nur ganz Reiche wohnen und nur in diesen, dort wo Reiche wohnen und viel Steuern zahlen, da werden die Straßen ordentlich ausgebaut, und da wo vielleicht eine Ortschaft ist, die nicht so reich ist, dafür bauen wir die Landes- oder die Kreisstraße bauen wir nicht aus. Also das kann es ja wohl nicht sein. Also das ist ja wohl nicht unser Weg, sondern wir sind doch nach wie vor immer noch Solidargemeinschaft, wo es dann für entsprechend alle dann entsprechend auch geregelt werden muss und die Möglichkeit geschaffen wird. Und ich kann es nur nochmal sagen, es wird nicht die treffen, die vielleicht finanziell nicht so gut aufgestellt sind, die vielleicht mehrere Kinder haben. Vielleicht auch nicht ihre Gewerkschaftssekretärin, weil sie noch sehr alleinerziehend ist, mit zwei Kindern, würde vielleicht auch gar nicht drunter fallen. Aber es gibt viele, die würden durchaus was bezahlen und sagen, okay, warum denn nicht? Aber die werden deswegen im Kindergarten auch nicht privilegiert, sondern die laufen ganz normal mit, und die Kinder haben dann oben einen Stempel drauf, wie viel die Eltern eventuell bezahlen oder wenn sie mal eine Spende machen. Also das kann es ja mal, das kann es wirklich nicht sein, sondern wir wollen insgesamt da eine Möglichkeit vielleicht schaffen, darüber mal nachzudenken, und dass dann einfach auch die Bedingungen besser werden und bessere Möglichkeiten gibt, dass wir auch kleinere Gruppen machen können. Und ich will auch noch mal eins sagen, gerade jetzt zu dieser Geschichte immer, der Bund muss was geben und das Land hat ja schon viel gegeben. Der Bund, habe ich schon mehrfach gesagt, der Bund gibt sehr wohl Gelder, aber manchmal kommt es über das gibt es ans Land. Manchmal hat man den Eindruck, dass das Land vielleicht nicht alle Mittel weitergibt, auch nicht an die Kommunen. Ja, und die Kommunen haben erhebliche Probleme da, dass dann oftmals Dinge nicht weitergegeben werden, die dann eben entsprechend unten nicht ankommen. Das gehört vielleicht auch mal ein Stück weit zur Ehrlichkeit dazu, dass diese Dinge dann auch entsprechend angesprochen werden. Das kann man auch zum Teil in den Haushalten sehr wohl nachvollziehen. Und da muss man eben auch entsprechend mal nachbessern und muss gucken, dass das dann entsprechend auch ordentlich funktioniert. Und ich denke, wir sind uns doch insgesamt einig, dass wenn wir hier was verbessern wollen, dann kann es nur sein, dass wir nicht bei den gleichbleibenden Mitteln sind, sondern wir wollen in jedem Falle mehr ins System bringen, mehr in das System für die Kindertagesstätten. Das muss ganz klar geregelt werden. Und eins will ich Ihnen auch sagen, manchmal mache ich mir schon auch Gedanken, ich meine, ich bin jetzt auch ein paar Jahre im Landesparlament und sehe den Haushalt, wir haben in den letzten Jahren extrem hohe Steuereinnahmen gehabt. Nur komischerweise, das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, andere Bundesländer haben Schulden abgebaut, andere Bundesländer haben trotzdem einiges geleistet. Der Bund schreibt demnächst vielleicht sogar eine schwarze Null, aber wir haben in den letzten Jahren immer noch Milliarden zum Teil draufgesammelt. Da muss man sich auch mal fragen, wie kommt das denn und warum passiert das? Weil es zum Teil in falsche Schwerpunkte reingesetzt wird. Auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Auch das muss man mal sich nachdenken. Ich will jetzt gar nicht irgendwelche Eifelprojekte ansprechen, aber ich sage Ihnen ganz offen, auch da ist Geld verbuddelt worden. Geld, was vielleicht hier in den Kindergärten fehlt. Okay. So. Ich bin zur Neutralität verpflichtet. So, wir haben jetzt 21:07 Uhr. Wir hatten die Veranstaltung für 2 Stunden angesetzt. Meine Uhr hat mir einen Streich gespielt. Dann würde ich sagen, wir sind jetzt da angekommen, wo die 2 Stunden aufhören. Ich wollte mich dann jetzt nochmal bei allen bedanken. Darf ich nichts mehr sagen? Willst du noch was sagen? Ja, ganz gerne eigentlich. Er will noch was sagen. Einer darf noch. Ich sage es nochmal, Deutschland ist eigentlich ein unfassbar reiches Land. Und was mir und vielen anderen vielleicht auch fehlt, ist, das ist die Kritik an der Politik, das ist die Vision unserer Gesellschaft, wo wir mit unseren Kindern und mit unserem Alten eines Tages hinwollen, wohin wir gehen wollen. Die Kinder sind das höchste Gut, was wir haben. Wir waren früher selber alle mal Kinder. Die Kinder dürfen nicht ökonomisch betrachtet werden. Die Kinder sind das Wertvollste, was es gibt. Das heißt, wir wollen als Linke, und das will ich auch persönlich, ich möchte eine Ausbildung haben, die unbeschadet vom Hintergrund, Herkunft und vom Geldbeutel der Eltern kostenlos für alle ist, in dem die Kinder nach Möglichkeit und nach ihren Fähigkeiten maximal gefördert werden, indem sie eine umfassende humanitäre Bildung erhalten. Ich rede nicht von einer ökonomischen Bildung im Sinne des Marktes, die marktkonforme Demokratie, das ist nicht unser Ding. Kinder müssen eine umfassende Allgemeinbildung haben. Das Personal, die Menschen, denen wir diese Kinder anvertrauen, sie müssen
die faire und angemessene Bezahlung haben, bekommen. Sie müssen gute Arbeitszeitmodelle haben, damit diese Jobs auch weiterhin attraktiv sind für alle. Das ist sehr wichtig. Und ich möchte, dass unsere Kinder, wenn sie dann auf den Arbeitsmarkt gehen, mit einer guten Ausbildung, dass sie auch eine berufliche Chance haben und nicht irgendwo im Niedriglohnsektor, in prekären Beschäftigungsverhältnissen, infolge der Altersarmut oder mit befristeten Verträgen auf ein Jahr befristet reinkommen. Dann ist keine Perspektive dafür eine Familiengründung, keine Perspektive für irgendwas. Und das muss sich endlich bei uns ändern. Und wir haben das Geld dafür, wir können das schaffen. Das war dein endgültig das Schlusswort. Ich will es natürlich haben, das Schlusswort. Also ich wollte mich ja gerade nochmal bedanken, einmal bei allen, die hier oben gesessen haben, die heute auch schön kontrovers diskutiert haben. Auch schön sachlich geblieben sind, hat man auch nicht so oft. Dann möchte ich mich gerne auch bei den vielen Erzieherinnen hier nochmal im Namen der Eltern bedanken, dass ihr auch so zahlreich erschienen seid zu der Veranstaltung. Auch den Fachmann möchte ich danken, dass er das nochmal blicken lassen, obwohl er gesagt hat, eigentlich bin ich im Kreis nicht ganz der richtige Ansprechpartner, als ich ihn gefragt habe, ob er hier oben sitzen will. Hat er auch recht, deswegen sitzt der Jörg jetzt da. Und ich möchte mich auch nochmal bedanken hier beim Lars Denninghoff, der uns hier von der Ortsgemeinde als Bürgermeister in seiner Funktion heute Abend hier die Haustechnik gestellt hat und auch den Saal zur Verfügung gestellt hat. Das fand ich jetzt besonders gut. So, wenn wir jetzt gleich alle aufbrechen, also, dann wäre es super, wenn ihr noch ein paar Stühle aufeinander stellt, weil wir haben das Riesenglück, dass heute ja draußen kein schlammiges Wetter ist. Das heißt, wenn alle Stühle oben zusammengestellt sind, können wir anschließend fegen. Ja? Getränke haben wir natürlich auch noch ein paar, falls wir noch was trinken wollten. Ja? Okay, also danke an alle, die gekommen sind.